Hallo und herzlich willkommen zu Inkling's Tale, deiner interaktiven D&D-Live-Show, in der du die Rolle einer Gottheit einnimmst und das Abenteuer mitgestalten kannst. Wir sind zurück nach einer Woche und wir haben die letzte Episode von unserem Kapitel 3. Schön, seid ihr alle da. Ein Gruß an Bene, bis bald. Alles Gute, Rina, wir sehen dich auch bald wieder. Wir sind zu viert. Und heute ist ein Kampf angesagt. bevor wir aber da alles reingehen, noch ein paar Informationen. Und zwar, wenn ihr jetzt gerade zuschaut und keine Ahnung habt, was das hier ist, wir sind eine interaktive D&D-Live-Show, in der du uns Vorteile wie Nachteile zukommen lassen kannst. Gleichzeitig auch sogenannte Götterkarten, die das Abenteuer in dem Sinne verändern, dass hier drauf Dinge stehen, die dann wirklich passieren. Unsere Abenteurer haben ein Symbol auf der Brust und das ist euer Zugang in unsere Welt hier am Tisch. Wir spielen das jetzt dann gleich sowieso aus, deshalb bekommt ihr das gleich mit, wie das Ganze funktioniert. Heute ist auch ganz besonders, gibt es die unbeschriebenen Karten, denn das sind Beistände der Götter. Wir haben heute einen Bosskampf und die Gottheiten haben sich diese Woche ins Zeug gelegt, haben Karten extra für unseren lieben alten erwachsenen grünen Drachen, ein langes Wort, geschrieben, die heute ausgespielt werden. Das heißt, wenn ihr Segenskarten bekommt, dann sind die automatisch für diesen grünen Drachen bestimmt. Solltet ihr sie dann nicht ausspielen können, verwandeln sie sich in normale Segenskarten, wenn man sie normal ausspielen kann. Oder wir werfen die fort und ihr bekommt dafür eine Segenskarte. Also die Segen werden nicht verloren sein. Gut. Wenn du jetzt gerade zuschaust und auf YouTube zuguckst, dann lasst ein Like da, kommentier. Und wir sind immer live am Dienstag, beziehungsweise waren immer live am Dienstag. Jetzt machen wir eine kurze Sommerpause, sicher mal im Juli. Dann im August wird es 1 bis 2 Specials geben. Und das Ziel wäre dann, dass im September unsere Charaktere wieder die Geschichte weiterspinnen können. Wir haben nämlich auch noch ein gewisses Feenabenteuer, das da auf uns wartet, das Julian leiten wird. Genau, ich freue mich richtig drauf. Aber das heißt jetzt mal für den Juli, wir vermissen euch sicher durch den Juli durch. Ich hoffe, ihr uns auch. Und dann sehen wir uns dann im August für ein paar Specials wieder. Gut, ja, hey, wie war sonst noch so eure Woche? Was war los? Nach 8 Monaten war ich das erste Mal wieder so richtig weg. Ich war in Locarno, in Tessin, habe etwas die Sonne genossen und brauche dann wirklich nachher noch etwas Sommerferien. Wie sieht es bei euch aus? Ich bin auch bereit für Sommerferien. Oh Mann. Bei mir ist was Schönes passiert und genau deshalb möchte ich gerne eine Botschaft in die Zukunft senden. Oha. Oha. Liebe Olivia, du bist jetzt noch zu klein, um das hier zu verstehen. Du bist vor 3 Tagen geboren und ich bin sowas von stolz, deine Tante zu sein. Oh. So süß. Cute. Ich meine, mein süß, ja, ist ganz süß. Das lässt mich völlig. Cool. Herzlichen Glückwunsch zum Tante werden. Dankeschön. Noch ein Grund zu überleben. Das war ein Baby Squeak von Tease. Für Olivia. Und für Olivia. Becca ist wieder zurück. Schön bist du hier und du hast abgeschlossen. Du bist nun qualifiziert für die Bühne, warst du schon vorher, aber jetzt hast du noch so ein... Jetzt hast du ein Papier. Also ich habe das Papier dafür noch nicht. Ich krieg's erst am Montag. Okay. Naja. Ja, aber ich bin, ich darf mich jetzt Profi-Musical-Darstellerin nennen. Ha. Toll, ne? Profi. Es klingt immer so, als könnte man was. Ja, nächste war ein... emotionale paar Wochen. Ich war jetzt, was war ich nicht da? 4 Wochen oder sowas? Mit Prüfungen und allem war es einfach ein bisschen viel. Und Prüfung abgeschlossen, Schule abgeschlossen, gefeiert, geweint, geschrien, noch mehr geweint. Aber es war toll. Ja, und jetzt folgt ein ganz stinknormaler Sommerjob in der Eisdiele. Wie halt das Künstlerleben so ist. Cool.
Ja, hey, viel mehr gibt's nicht zu sagen. Hey. Außer, oder hast du noch was? Hallo? Sorry? Ich habe ein tolles Highlight. Ich habe Beckers Rock heute zerrissen. Genau, aus diesem Grund bin ich weitergegangen. Also eigentlich war mein Fahrrad... Ich wollte heute. Sie hat die Entscheidung getroffen, mit dem Fahrrad, also mit dem Rock Fahrrad zu fahren. Und die Konsequenz war, dass der in die Bremse reingezogen wurde. Da musste ich den wieder befreien. Dann hast du ihn durch auseinandergerissen. Ja, mit den letzten Fitzel, das ist so ein bisschen... Sieht man das so? Ah ja. Toll, oder? Ich dachte jetzt... Ich bin also, keine Schneiderin. Ah, ja, ich der ist sowieso frag aus. Frag mal Lilly, ob das... Nee, aber das war mein persönliches Wochenhighlight. Schön für dich. Toll, toll. Ja, ich bin... Leicht zu begeistern. Genau. Okay. Nee, es war schön. Also gut. Weiter. Ihr seht schon, wir haben warm. Wir freuen uns auf die Episode. Ich hoffe, ihr auch. Deshalb viel Spaß bei Episode 3.9 von Inkling's Tale. May we go over mountains, over seas, find our all on the never-ending trees. Some will fall to our razors in the sands, and some will stay in the peace of foreign lands. Ours the call, like an ember in our chest. We cannot fail, nor we do not truly rest. Though we may go over hills and through the vales, we'll be back home, and we'll write our Inkling's Tale. So wirklich begann alles im Klang des Drachen. Und gegen Drachen endet es nun. Denn Gachalon lässt es heute wohl krachen, das gedenkt er jedenfalls zu tun. Doch da sind noch die Essentiellen, und die haben auch noch was zu sagen. Sie gedenken, sich Gachalon zu stellen und folgen dem Ruf der Welt Sorge zu tragen. Denn ihr Auftrag, gleich wie der alten Beschützer und Helfer und Krieger in Not, gesegnet von Göttern, um Eldorian zu verwalten, schreiten sie täglich durch Kämpfe und Tod. Sie sammelten nun zwei Monde Essenzen und fanden drei mit Glück und viel Schweiß. Doch kamen durch anhaltende Differenzen auch Kummer und Leid in ihren inneren Kreis. Doch Zeit für Trauer gab es seither selten. Zu viel auf dem Spiel und zu viele Verluste kämpfen sie nun sogar in verschiedenen Welten, um zu bezwingen, wovon kaum jemand wusste. Im Zentrum erhebt sich ein dunkles Wesen, der Zwingende nannte man ihn bevor. Nicht mehr gebannt und langsam genesen, klopft er bereits an Weltherrschaftstor. Doch das scheint ferner als der volle Klang des Drachen. Schwingen laut und nah ward das fort auf den einen Anfang des Kampfes um alles, was bisher geschah. Toll. Wow. Das war's. Genau. Herzlichen Dank. Schön. Das ist aber jetzt, also jedes Mal, wenn wir ein Finale haben, musst du es rein. Also, finde ich, habe ich schon gemacht. Gab es ja auch schon. Ja. Ja, aber das ist jetzt. Das ist jetzt Tradition. Das ist dazu, das machen wir jetzt immer so. Ja. Also beim Staffelfinden, ja, genau. Aber es ist so viel anstrengender, das Zeug hier so aufzuschreiben, und am Schluss versteht man trotzdem nicht, um was es geht. Ich bin ein bisschen abgeschweift. Ja. Ich habe irgendwie so gedacht, das reimt sich so toll. Ich habe gehört, Drachen lassen es krachen. Ja, genau. Ja, stimmt. Das reicht mir. Ey, bevor wir weitergehen, wir haben schon mal unsere Segen der Götterkarten, die wir jetzt gerade ausspielen, bevor wir in eine kurze Solo-Session mit ihr leider gehen. Ihr könnt am Tisch bleiben, dauert wahrscheinlich nicht allzu lange. Und trotzdem habt etwas Geduld, indem dass ihr die Karten ziehen dürft. Und zwar gibt es eine Segen der Götter, beziehungsweise heute eine Beistands der Götterkarte für Lilly. Yay! Danke, liebe Gottheiten.
Die hier? Wollen wir die jetzt vorlesen oder dann, wenn wir sie ausspielen? Lest sie doch jetzt vor. Wir nehmen uns kurz die Zeit. Oh, ich habe einen Giftschutzpilz. Pilz. Du findest auf dem Boden einen kleinen, grünen, seltsam riechenden Pilz. Wenn du ihn isst, bist du für 3 Runden immun gegen Giftschaden. Von Tami. Dankeschön, Tami und Götter des Ausgleichs. Sehr cool, danke. Dann haben wir eine Segen der Götterkarte oder einen Beistand der Götterkarte für Dorn. Oh, das war schön. Vielen Dank. Und zwar von Daki. Yeah, danke Daki. Genau. Beistand der Götter positiv. Ein Verjüngungstrank. Oh. So werde ich so einem, zu einem Teenager. So 13. Mach doch den Drachen alleine fertig. Ich habe jetzt keinen Bock, ich will über das Spiel gehen. Ich spiele jetzt über Karten. Genau. Oder Dungeon and Dragons. Ein Fläschchen mit einer weißen Flüssigkeit erscheint plötzlich in deiner Hand. Instinktiv wirfst du es auf den Drachen, der auf einmal kleiner und jünger wird. Ach so. Oh, er wird ein junger Drache. Baby-Drache. Nee, nicht Baby. Ein junger. Es muss ein Jugendlicher sein. Wenn er gerade geschlüpft ist, dann könnte man sich noch sozusagen... siehst du den Kamm da? Der hängt ihn dann so übers Auge. Mit ihm verbinden. Und er macht ihm... Und er sagt immer so... Und er guckt uns so judgy an und findet so, wow, seid ihr cringe. Hoffentlich treffe ich den Drachen, ne? Bis zum Ende deines nächsten Zuges ist er nun ein junger, grüner Drache und muss die entsprechenden Werte verwenden. Von Tami. Wow, das ist heftig. Nice. Perfekt. Das ist heftig. Dein Beistand war übrigens auch von Daki. Genau. Also, ich habe irgendwie Götter des Ausgleichs mitgeschnitten. Das war, Entschuldigung. Das war Danke, Daki. Das war Routine. Ja, das stimmt. Weil sie draufstehen. Oder? Nee. Als Schrift? Ah, das ist eine andere. Es ist einfach Tradition, dass die Götter des Ausgleichs schon von Beginn an was geben. Sorry, Darky. Genau. Oh, das machen wir dann. Ebenfalls von Darky eine Segen der Götterkarte für Griff. Oh, danke. So. Ich lief schon den Titel. Beistand der Götter. Miet. Der Drache bekommt eine kleine Katzennase und Ohren und muss hin und wieder miauen. Er verliert die Fähigkeit, andere einzuschüchtern. Auch muss er einen W20 würfeln. Unter 16 verliert er die Schwanzattacken, da sein Schwanz sich in einen Katzenschwanz verwandelt. Dieser Zustand hält für 2 bis 6 Runden an. Von Rafara, Göttin der Willkür und der Kreativität. Danke, Daki, und danke, Rafara. Sehr schön. Sehr schön. Miet. Love it. Sehr nice. Götter des Ausgleichs waren auch hier. Und zwar für eine Beistandskarte für zufällig. Und je leider möchtest du einen D4 werfen. Das ist der kleinste Dreieckwürfel da. In der Ecke, den siehst du gar nicht. Ja, genau. 1, 2, 3, 4. Was ist denn das? 4. 4? Ja. Achso, das war top. Oben ist. Ja, das ist ja schön. Ich hätte... okay. Das weiße Monokel. Weißer Verjüngungstrank, weißes Monokel. Cool. Dem Abenteurer erscheint ein weißes Monokel. Die Fassung hält einen geschliffenen Bergkristall. Er scheint magisch zu sein. Werde ich verkaufen. Der Abenteurer erhält die Möglichkeit, einmalig einem Angriff dank des Monokels vorherzusehen und kann dem Angriff ausweichen, ohne Schaden zu nehmen. Die Götter des Ausgleichs. Von die Götter des Ausgleichs. Vielen Dank. Oh, nice. Das ist hervorragend und passt sehr gut zu Dorn. Ja, und zu deinem heutigen Farbkonzept. Und zu meinem heutigen Farbkonzept mit. Ebenfalls zufällig noch einmal von den Göttern des Ausgleichs kommt noch mal eine Karte und Jelaida, du darfst noch einmal würfeln. 2. 2. Es steht, also Achtung, es steht Beistand der Götter positiv natürlich und dann steht aber Geschenk der Götter? Fragezeichen. Alles hat seinen Preis. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Auf dem Boden vor dem Abenteurer wächst ein durch den grünen Drachen beeinflusster Pilz. Ah, ich habe auch einen Pilz, aber einen anderen. Aus Unachtsamkeit trittst du darauf und der Pilz lässt eine große Wolke von Sporen frei.
Alle Abenteurer in einem Radius von 7,5 Meter, 5 Felder, nehmen einen W12 Giftschaden. Dafür sind die Abenteurer für die nächsten 1W4 plus 3 Runden, nehme ich an. Mhm. Oder ja, resistent gegen Giftschaden und immun gegen Vergiftung. Okay, cool. Danke. I guess. Oder so. Und noch das waren die Götter des Ausgleichs. Ah, und das sind auch die Götter des Ausgleichs. Ja, die praktisch haben sich jetzt gleich zweimal selbst eine Karte zukommen lassen. Sehr geil. Cool, danke euch. Noch einmal eine Segen der Götterkarte. Zufällig von Quilema, Göttin der Prokrastination. Oh, schön. Lili, möchtest du mal ein W4? Ja, wollen wir vielleicht W1 und also W2 würfeln für euch beide? Nee, komm. Also sonst hat sie kann man zufällig nicht. Ja. Ist ja zufällig. Ist zufällig. Ich gebe dir sonst das. Zwei. Eine 2. Oh. Oh, wir sind alle enttäuscht. Kriegst du die Karte? Nein. Oh. Ja, schon gut. Schon gut. Auch die Göttin der Prokrastination habe ich fleißig angebetet, sage ich. Ich habe es versucht, ihr leider. Ich habe das schwarze Monokel. Nein. Doch. Nein, das ist Konkurrenz. Doch. Das schwarze passt viel besser zu Dorn. Nee, aber das ist mein Sinn. Was soll ich sagen? Also, das schwarze Monokel. Dem Abenteurer erscheint ein schwarzes Monokel. Die Fassung hält einen geschliffenen Rauchkristall. Mhm. Er scheint magisch zu sein. Mhm. Der Abenteurer erhält die Möglichkeit, einmalig eine Schwachstelle beim Gegner zu erkennen. Der Spielleiter entscheidet, wo sich diese befindet. Der nächste Angriff, der diese Stelle trifft, verursacht maximalen Schaden. Wow. Das sind das von den Göttern des Ausgleichs geschrieben und Kulema, die. Mhm. Danke. Aber nur das eine nächste Mal. Also nicht, wenn wir immer diese Stelle treffen, kriegen wir maximal. Nachher, das nächste Mal. Das wäre auch geil. Das wäre ziemlich cool, wenn sie festgelegt ist. Der nächste Angriff, der diese Stelle trifft. Ja, okay. Gut, eine Segen der Götterkarte für Lili. Und zwar Chenlu, Floki und TK glauben an dich. Ihr schafft das. Ich werde hier verwöhnt. Oh, krass. Dankeschön. Kringelkekse. Auf einmal liegt ein ganz besonderer Duft in der Luft und es steht ein Teller frisch gebackener Kekse vor dir. Ich krieg hier nur Essen. Diese Kekse mit ganz besonderen Zutaten, Zwinker-Smiley, machen dich 1W6 Stunden immun gegen Gifte jeglicher Art. Okay, ich mache eine Bäckerei auf heute. Es sind genug Kekse für alle da. Denn geteilte Freude ist doppelte Freude. Von Quilema, Göttin der Prokrastination. Vielen lieben Dank. Ja, super. Ja, seitdem du angefangen nichts mehr gegessen hattest. Kriege ich ständig Esswaren, ja. Ja, stimmt. Sorgt man jetzt für dich. Genau, du musst ja auch das da wieder ein bisschen, oder? Genug essen. Nachdem du so mager geworden bist. So ganz dünn. Ja, genau. Fast ausgehungert. Kleiner Zwerg. So, wir haben noch von Venom einen Wurf mit Nachteil für mich. Zu Recht. Sehr gut, Venom. Wir stellen den hier hin und ihr könnt den einfach sagen, wenn ich den... Du kannst haben den anderen, haben wir doch nicht... den kann man hier stellen. Glück haben wir auch noch haben nicht eingesetzt. Noch einen? Also... Müssen wir das immer vorher entscheiden? Ja. Ja, du oder Becker könnt ihn runterschubsen. Ja, und dann ist er weg. Nee, dann würfelt er gleich. Dann haben wir auch noch von Venom einen Segen der Götterkarte für Gwen. Die sparen wir uns auf und dann, genau, spielen wir die dann was aus, wenn Gwen wieder zurück ist. So. Aber danke, Venom. Danke für deine Großzügigkeit. Cool, bist du dabei. Tschuk, 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 tschuk. Es geht noch einen Moment. Wow, digitaler... Oha, Venom war großzügig. Digitaler Applaus und ein Göttergeschenk. Das ist einfach ein Batzen für uns. Danke, danke. Danke dir. Cool. Sehr großzügig. Wert von 4 Götterkarten. Sehr cool. Okay. Du bist cool. Wow. Dankeschön. Lass sie. Aber ich übe schon mal. Mega toll. Voll geil, oder? Ja, oh, mega. Ja. Eine Prüfung der Götter für den Spielleiter. Sehr gut. Von... Göttin des Binge-Watching. Wie heißt sie? Notflix. Es steht nicht, wie sie heißt, aber I don't know, das wäre einfach die Göttin. Notflix. Notflix. Oder Lotflix. Und ein Lotflix, Wurf mit Vorteil für Lilly. Option. Okay. Hier. Ein Vorteilswurf. Und eine Segen der Götter. Ja. Von Göttin des Binge-Watching. Genau.
vielen Dank. Oder sie hat sowas wie Netzflick. So. Netzflick. Nochmal eine Segen der Götterkarte für zufällig. Die werf ich jetzt mal. In Weihnachten, ja. Wow. Tis? Das ist eine 5, oder? Das ist eine 2, das ist eine 5. Auf einem W4 sind wir 5, genau. Zu Hause wie eine 5. Also, verkehrt herum. Überlass den Drachen mir. Ja, ich gehe dann mal nach Hause, ne? Ich bin gespannt, was du bist. Das ist von Netflix, von der Göttin des Binge-Watching. Sehr gut. Netflix. 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 Sie kann selber entscheiden, wie sie. Mhm. Also, ein Hauch von den Göttern des Ausgleichs. Der Abenteurer erhält eine bronzefarbene magische Kette mit Anhänger in Form eines Windsymbols. Darin eingelassen ist ein Taijitu aus Diamant und Onyx, was auch immer das ist. Ich meine, das ist toll, klar, alles klar. Der Abenteurer kann für die Dauer eines Kampfes oder für eine Stunde durch leichte Winde eine Art Blase mit frischer Luft in einem Radius von 3 Feldern, also 15 Fuß, entstehen lassen. Man ist von jeglichen Substanzen oder Gasen geschützt. Man könnte damit auch einen Tauchgang machen. Oh. Für eine Stunde? Also ich habe eigentlich eine Tauchglocke. Oder eine Blaseumsicherung. Ja, das heißt für die Dauer eines Kampfes oder eine Stunde. Ich aktiviere das einfach schon vor dem Kampf. Und dann ist es für den Kampf aktiviert. Dann ist es nachher eine ewig lange... Nee, also danke. An die Götter des Ausgleichs und an Notflix, die... Natürlich aktivierst du das vor dem Kampf. Ja, wenn es ja für ja den Kampf sicher. Ich meine, also noch die Prüfung für mich. Ich ziehe einfach mal... Projektlichen Substanzen oder Gasen? Ey, ich habe so viele Sachen. Zeit für ein Nickerchen. Er schläft ein. Okay. Dürfen wir es wissen? Ich bin gerade... Okay. Wir haben ja gesagt, dass gewisse Karten... wir spielen das nachher aus. Eine deiner Kreaturen hatte letzte Nacht kaum ein Auge zugetan und entschließt sich nun, dass genau jetzt der passende Zeitpunkt für ein Nickerchen wäre. Beim nächsten Kampf legt sich die Kreatur mit dem niedrigsten HP in ihrem ersten Zug hin und schläft ein. Sie kann mit einer Aktion von einer anderen Kreatur geweckt werden oder sie wacht auf, wenn sie Schaden nimmt. Ansonsten schläft die Kreatur 1d4 Stunden weiter. Von Tami. Ich glaube ja, dass der Drache ist eigentlich so ein Drachenreiter-Drache und hat so einen kleinen Goblin auf der Schulter, der ist so... Glaubst du? Der Drache schläft und wir kämpfen gegen den Goblin. Nee, dann pennt der Goblin ein. Ja. Ja, sonst haben wir wieder so eine Situation. Nee, aber so eine dann können aber ich meine, wenn er Schaden nimmt, dann weint er einfach eine Stunde weiter. Also, ja. Genau. Naja. Aber sobald er Schaden nimmt, das können wir schon ausspielen. Dann schläft er eine Stunde, dann habt ihr eine Runde mehr. Cool. So, alle durchgespielt. Danke für eure Großzügigkeit. Sehr cool, sehr cool. Das wird eine spannende Runde, auch mit Hilfe von euch, Gottheiten da draußen. Sind wir gespannt, wie lange der Drache oder wie lange ihr standhält. Was wir aber noch machen, ist unsere kurze Solo-Session, denn du bist einen Moment weg gewesen, Jelaine. Und zwar weg, so wirklich weg. Denn das letzte Mal warst du bei diesem Wesen. Und das hat dich zurückgesendet. Und du kennst das. Normalerweise wanderst du dann irgendwo dann zurück in deinen Körper. Die anderen haben das letzte Mal gesehen oder sie haben dich rumgetragen. Dein Körper war wesenlos oder seelenlos. Doch im Moment gerade geht es irgendwie länger, bis du deinen Körper findest. Du wirst aus dieser Rauchwolke von diesem Zentrum von Eldorian rauskatapultiert und du fliegst so in der Luft und bist für einen Moment irgendwie schwebend über dem Kontinent. Du siehst unter dir diese Wüste, diese Säule aus Schatten, die deine Augen nicht durchdringen können. Du siehst auf der linken Seite ganz weit den Horizont und etwas vor dir links die Kummersee. Links, das bedeutet Westen und Poturim auch. Rechts von dir siehst du
diese Wüste, dann grünes Land, weite Ebenen, irgendwo ganz weit hinten einen großen grünen Wald. Vor dir, wenn du in den Norden schaust, siehst du das Ewigeis und Berge und kannst in diesen Bergen eine Mauer ausmachen. Und dann schwebst du und schaust zurück und siehst die Steppen der Rachtabar-Wüste. Und diese Steinmauer mit diesen kelchartigen Felsen und dahinter irgendwelcher Dampf, der hochsteigt und dunkelrotes Land, die Feuerlanden. Und du weißt gerade nicht, wo dein Körper ist. Das letzte Mal erinnerst du dich, dass es der Silberwald war, aber wo genau der ist, so wirklich weißt du das gar nicht. Und so wanderst du rum. Du siehst, hast Möglichkeit, die Möglichkeit, Eldorian für einen kurzen Moment zu durchschweben. Du kannst mir jetzt sagen, wo du hin möchtest. Norden, Süden, Westen, Osten. Alles ist möglich. Ist es die Karte, die du mir gegeben hast? Ist eine Karte, ja. Genau. Es gibt noch mehr, ne? Ich hab die gar nicht dabei. Alles gut. Ich kenn ja es geht nur darum, du kannst auch zufällig. Kannst auch würfeln. Du kannst auch würfeln. Norden, Süden, Osten oder Westen. Machen wir. Norden ist eins. Okay. Ja. Ich gehe nach Westen. Du gehst nach Westen. Okay. Du schwebst an dieser Säule vorbei über eine immens große Stadt mit immens hohen Mauern und du merkst, oh, Techtum. Siehst Röhren, die sich über Techtum ziehen. Wir wissen, es sind die Luftkanäle. Ihr fliegt Luftkanäle, yay! Ja, du vor allem. Ja, ich vor allem. Du fliegst weiter und siehst auf der rechten Seite einen Hügel, der aussieht wie eine mächtige Welle. Und obendrauf ein Kloster. Und hinten dran die Kummersee, die deine Mitgesegneten durchreist haben. Und du ziehst weiter Richtung Poturim über einen gerodeten Wald und spürst, dass dein Körper nicht in dieser Richtung ist. Du ziehst etwas nach Süden und kommst über verschiedene Dörfer mit Häusern in Hügel eingelassen, mit kreisrunden Türen und kleinen Wesen barfuß, die Pfeife rauchen und Hobbits. Irgendwo rumziehen und ihre Felder bestellen. Du gehst weiter und siehst ein Dorf ganz nahe an der Küste. Und das müsste wahrscheinlich Hügelheim sein. Und als du über dieses Dorf ziehst oder näher kommst, siehst du Rauchschwaden, die in den Himmel steigen. Und dieses Dorf ist nicht voller Ruhe. Es ist fast wie ausgestorben. Irgendwo Qualm. Und inmitten dieses Dorfes siehst du ein Wesen. Blau mit Kiemen und einer Axt, die umherschaut. Und dann irgendwo in einer Häuserecke verschwindet. Und ein Pfff. Doch auch hier ist nicht dein Körper. Du ziehst weiter. Und kommst zurück an diesen Ausgangspunkt und spürst, wie du näher zu dir kommst. Und als du kurz vor dir bist, gibt es diesen Wald. Und dann bist du wieder weg.
und du spürst dich nicht mehr. Dein Körper ist irgendwo anders. Einen Moment. Wo möchtest du jetzt hin? Im Osten war Wald, gell? Der Osten war Wald, ja. Also zuerst diese weiten Ebenen und dann... Ich glaube, in die Ebene in Richtung Wald. Richtung Osten. Du ziehst weiter und und du fliegst über einen Ort, den deine Freunde und du noch nie bereist haben. Die weiten Ebenen. Es sind weite Felder und hügelige Ebenen und nichts, außer ab und zu siehst du Zeltstädte. Und ähnliche Wesen, die du vorhin gesehen hast, einfach viel natürlicher. Mit Knochen in den Haaren und weiten Fellen und wütender. Und sie wohnen in Zelten. Dann ziehst du weiter und siehst auf der linken Seite Orks, als du Richtung über eine große Stadt ziehst. Rexedes und weiter zu diesem Wald. Du kommst zu diesem Wald und egal wie weit du schaust, dieser Wald scheint für immer weiter zu gehen. Doch irgendetwas Kleines siehst du in diesen Wäldern. Du siehst Wesen, die aus dem Wald kommen, die gepackt sind mit Rucksäcken. Du siehst Elfen, unzählige Elfen, die sich vor dem Wald versammeln und Zeltlager aufbauen und scheinbar auf Reisen gehen möchten. Doch auch hier ist dein Körper nicht. Und du spürst aber, je weiter du dahin kommst, je weiter entfernst du dich von deinem Körper und du denkst, wahrscheinlich ist er genau in der gegenüberliegenden Richtung. Und du drehst dich um und ziehst Richtung Poturim und du denkst, ja, jetzt muss es dort sein. Du fliegst zu dieser Stadt der Magie, spürst deinen Körper in einem dieser Türme durch das Fenster hindurch und erwachst in einem warmen Bett. Neben dir ein alter Mann, Kaladius. Das ging einen Moment. Ja, ich bin ganz durcheinander. Wie lange war ich weg? Ein paar Tage. Ein paar Tage? Deine Freunde haben dich hier hingebracht. Kaladius, ich war noch nie so lange weg. Du warst weg? Schon mehrmals? Vielleicht nicht in dem Ausmaß. Wo warst du denn? Überall und nirgends zur gleichen Zeit. Deine Freunde haben gesagt... Oder Freunde, dass du mit Ifras zusammenarbeitest. Warst du bei ihm? Wer sagt das? Die anderen. Gwen hat es gespürt in deinem Geist. Aber Gwen ist nicht mehr hier. Richtig. Deshalb frage ich dich. Nein, Kaladius. Gib mir einen Überzeugungswurf. Jetzt macht der Alte sich doch Sorgen. Persuasion oder Deception. Entweder ist es überzeugen oder täuschen. Du kannst wählen, musst nicht sagen, welches das du wirfst. Nein, 20.
Eine Net 20. Du musst schon die richtige Zahl sagen, die du geworfen hast. Ja. 33. Ich sehe es ja, 33. Was? Kaladius, der ja blind ist. Ach ja. Hört ihm deine Worte. Ist doch ein Joke. Na gut. Du hättest schon früher handeln können, würdest du nicht wenigstens etwas Gutes in dir haben. Vielleicht bist du ja wirklich wie die anderen. Und ich glaube, sie brauchen deine Hilfe. Deshalb bin ich ja hier, oder? Der nickt mit dem Kopf auf einen Tisch. Da liegt ein Haar von Dorn und ein Ring. Geh zu ihm. Mach ich. Und hol sie mit dem Ring zurück. Ich teleportiere dich dahin. Der Ring hat nur eine Aufladung. Ihr könnt nur noch zurückkommen. Ich konnte nicht mehr in diesen Ring packen. Einmal hin zu Dorn und den anderen und alle zurückbringen. Und zurückholen. Solange sie die Essenzen haben. Gut. Und du stehst auf, bist noch etwas... scheint so, wie dein Körper für einen Moment tot war. Und du musst die Muskeln erst wieder etwas aufwärmen. Das ist genau. Das Klassische, nach dem Tod sich wieder aufwärmen. Wer kennt's nicht? Ja, genau, wer kennt's nicht. Wer kennt's nicht, dass man mal so kurz tot war. Und wie du das kennst, wirbelt dich die Teleportation aus dem Moment von Poturim raus. Du hast diesen Ring in deiner Hand, doch Kaladius bringt dich in die Nähe von Dorn. Und wer springt zu den anderen? Nein, ist Dorn nicht. Jetzt möchte man mal Lüster. Ach so, es zuerst, ist noch, ich schaue. Zuerst ich schaue. Ja, schade. Ich war gerade dabei, mit dir so eine Ballista spricht. Zuerst möchte ich wissen, wo wir gerade sind, was ihr in der Zwischenzeit gemacht habt. Denn ihr hattet gut einen Tag. Und ihr könntet euch vorbereiten auf das, was vor euch liegt. Ich will in die Minen. Du möchtest in die Minen. Okay. Mhm. Der Captain ist ja verschwunden. Wie ist die Crew mittlerweile drauf? Die Crew duldet euch, weil sie gehört hat, dass dieser Drache kommt. Irgendwoher wissen sie. Sie sind, haben keinen Bock auf das. Die kommen nicht freiwillig aus ihren Zimmern, aber sie gucken euch auf die Finger. Also ihr seid jetzt nicht die Herren von diesem Fort. Also ihr könnt nicht Sachen stehlen oder die Minen sind trotzdem bewacht. Es ist, ihr seid einfach nicht geliebte Gäste. Das können wir ändern. Mhm. Ich marschiere einfach in die Minen rein, gehe auf ein Grüppchen an Wachen zu, sag denen, macht die Zellen auf, alle, und ich brauche eure Hilfe. Ich würde gerne die Prüfung für Dave Starstruck ausspielen dafür. Okay. Team. Ich bin Habe ich eure Erlaubnis? Ja, natürlich. Natürlich. Ich, Dorn und Griff stehen Starlike daneben. Ich lese sie kurz vor. What's up here? Ich hatte eine Prüfung vor einer Zeit erhalten und Lina hat die geschrieben. Starstruck. Der Ruf der Auserwählten eilt ihn voraus und jetzt, da du sie vor dir stehen siehst, bist du wie vom Donner gerührt. Bei den Göttern, sie sind es wahrhaftig. Bis zum Ende dieser Szene werden die involvierten NSC, Nicht-Spielercharaktere, im besten Wissen und Gewissen für die Auserwählten handeln und sie, wenn möglich, sogar zu beeindrucken versuchen. Das letzte Mal, als du da unten warst, hattest du einen Huhn auf dem Kopf. Ja, je nachdem, wie viel Zeit vergangen ist, ist es noch da. Ist nicht mehr da. Okay. Tschüss, Henriette. Genau. Oh Gott.
Dieses Mal erkennen sie dich. Das Huhn war wahrscheinlich zu viel Ablenkung, dass sie dich sehen. Immer noch, ich bin hier unten. Du, die Badin, die Auserwählte der Gottheit. Ihr seid doch die aus dem Bad vorhin. Wir kennen uns doch. Wow. Und ja, also, hat's euch auf jeden Fall habt ihr das gesehen? Wir, hey, du kannst doch malen. Kannst du uns malen? Und sie halten sich so... Kann ich, aber wir haben gerade keine Zeit dafür, denn ihr habt vielleicht davon gehört, dass der Drache kommt. Ein klitzekleiner Drache kommt vorbei. Ja. Und deshalb müssen wir jetzt schnell die Zellen aufmachen. Und dann bitte kommt alle hierher, ich muss euch was Wichtiges sagen. Ah. Okay, weil ihr seid. Okay. Super. Jetzt? Ja. Das ist überall so kichernde Wärter. So. Okay. Schlüssel rasseln, als Leute, die Kellertüren aufmachen, immer zu euch zurückkommen. Ja. So cool. Guck, habt ihr das? Die Gesichter, das ist die Auserwählte. Kommt raus, kommt raus, kommt raus. Geschichten. Und mit der Zeit gibt es riesen ein Pulk um euch. Perfekt. Ich stelle mich auf irgendeinen Hocker, damit ich ein bisschen was sehe. Dass du gleich groß bist. Etwas über die Leute und alle so, wow, Lili Lautenschlag. Okay. Ja, ja, danke, ich muss euch was Wichtiges sagen. Und ich halte eine Ansprache. Oh mein Gott, sie spricht so und zwar, Kinder der Götter, hört mich an. Die Welt steht Kopf, der Captain ist geflohen und ihr alle, ihr habt den Drachen gehört. Nein. Meine Gefährten und ich, wir werden alles dafür tun, den Drachen zu bezwingen. Yay! Ja, und niemand soll dabei wehrlos in den Zellen sitzen hier oder in den Minen ausharren. Und dazu wurdet ihr alle schon viel zu lange missbraucht. Richtig! Ja, und zwar nicht nur ihr Gefangenen, sondern auch ihr Wächter. Genau. Ihr wurdet hier die ganze Zeit als Drachenfutter gehalten. Oder dachtet ihr etwa, der Käpt'n würde euch respektieren? Eigentlich schon. Nein, das ist ein eigensüchtiger Despot. Der tut nichts, was nicht zu seinem eigenen Vorteil ist. Und dafür hat er euch schonungslos missbraucht. Und deshalb seid ihr hier. Ja, denn jetzt ist Schluss mit dieser Unterdrückung. Schluss ihr mit der Unterdrückung. Ihr seid jetzt alle frei. Frei. Aber? Der Drache kommt. Nein. Wir werden ihn bekämpfen, aber wir könnten ihn natürlich nicht davon abhalten, euch anzugreifen oder euch hier aufzuspüren. Das ist mir... Fliehende Schiffe anzugreifen. Aber ihr seid doch die Gesegneten. Ja, ihr werdet uns doch retten. Wie gesagt, wir geben unser Bestes. Aber ihr auch, ihr seid jetzt frei. Ihr könnt selbst entscheiden. Wollt ihr fliehen? Wollt ihr mit uns kämpfen? Schnappt ihr euch ein Schiff? Tut ihr euch zusammen? Es ist eure Entscheidung. Ihr seid jetzt frei. Ich kämpfe mit euch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Aber ich kann nicht kämpfen. Dann versteck dich. Tut euch zusammen. Beschützt euch gegenseitig. Ich seid, komm mit. Wie war das? Ihr seid doch alle Individuen. Lass. Ich nicht. Ja, ein Highlight. Nice. Also, ich lebe alle, hoch, die kämpfen wollen. Ja, stimmt, ja. Alle, die kämpfen werden, auf in die Waffenkammer. Auf in die Waffenkammer! Ich nicht. Ich verstecke mich. Okay. Oh Mann, geil. Also. Bravo. Sehr schön. Wie viele sind das? Also ich bin ja noch nicht da, aber... Ihr könnt entscheiden. Lässt ihr die Goblins mitkämpfen? Mit der Ansprache würden sie... die Gnome. Lässt ihr die Gnome mitkämpfen? Gnome, Goblins, ist passiert. Nach der Ansprache würden sie mitkämpfen? Oder... Also die Wärter sind voll auf eurer Seite. Was ist euer Plan? Es sind hunderte Gnome. Also ich sag, alle, die kämpfen wollen dürfen und alle, die lieber fliehen wollen, push, weg mit euch. Okay. In so eine Armee aus gepanzerten... Nur Freiwillige, ja? Werft mir alle ein W20. Zusammengezählt sind das die Anzahl Gnome, die kämpfen. Ich hab 14. Eins. Der hat sich jetzt rübergesprungen. Ja, dann musst du nochmal. Nee, zwei. Der zählt. Also, 15, 17, 25. Okay, 25 Gnome kämpfen nun an eurer Seite. Und... Gebt denen mal Waffen hier aus der Kammer, aus der... 8 Wachen. Nice. Die brauchen ja eine Ballisten. Und der Pulk zieht von den Minen nach Schuppenfort. Gut. Weitere Vorkehrungen. Ja, als sie in Schuppenfort ankommen,
hört man Griffs Stimme so über den ganzen Innenhof schallen, so ausrichten, nach innen ausrichten, und man sieht Griff, wie er so eilig auf den Mauern hin und her rennt und Ballisten in Richtung des Burghofs ausrichtet, die er weil er da den Drachen festpinnen will. Und wenn das geht, ich habe das überlegt, würde er gerne zumindest den ersten Schuss, diesen ersten Pfeil mit einer Kette versehen, die an der Burgmauer verankert ist. Okay. Sodass man quasi mit so einem Widerhakenpfeil, den man so quasi in den Drachen jagt, um ihn am Boden festzuhalten. Das dann ist eine sehr schöne Idee. Genau, so eine Harpune. Genau, es ist eigentlich eine Harpune. Und da kommandiert da Leute rum, hilft selber dabei mit. So, los jetzt, hoch mit dieser Ballisten. So, und dann also eigentlich die ersten beiden von beiden Ballisten. Und dann die zweiten genau, die wir auflegen, sind dann mit Alchemistenfeuer. Die anderen sind einfach so normale. Sind dann aber da hängen Alchemistenflaschen dran. Ja, keine Ahnung. Gut. Gib mir einen Athletikwurf mit Vorteil. Und das ist der Schwierigkeitsgrad, den der Drache also schaffen muss, damit er sich wieder befreien kann. Okay. Das war noch nicht so gut. Besser. Ein Athletikwurf, also mit meinem Modifier oben drauf. 22. 22. Aber der ist wahrscheinlich stark. DC 22. Der ist wohl stark. Gut, davon gehe ich jetzt mal aus. Wir machen genau, hier also zwei Ballisten, stellen wir als Würfel hier so hin, oder? Ja, genau. Ja, genau. Sie sind da so und wir richten sie so in die Mitte des Burghofs. Wäre es dann nicht sicher, warte ganz kurz, um ihn auf den Boden zu ziehen damit, wäre es nicht besser, wenn die auf dem Boden stehen? Nee, die Ketten, also... Die Ketten sind nicht, die hier. Möglich ist. Die Ketten, ich weiß nicht, wo die Ketten verankert sein sollen. In meiner Vorstellung sind sie so um die, zum Beispiel hinten an der Mauer und so unten. Und du schießt sie quasi in die Mitte und dann spannen sie so. Ja. Dann kann er zwar noch ein bisschen fliegen, aber. Ja. Okay. Also gut. Könnt ihr euch vorstellen, perfekt. Was ich meine? Ja. Vielleicht kann man sie sogar noch so ein bisschen anziehen. Mhm. Weiß nicht, was möglich ist. Oh. Es hat so Schießscharten, wo ihr die Ketten durchziehen könnt. Ja, genau. Also du willst sozusagen von hier also so nach drüben schießen, damit der nach unten... Ich würde dann da schießen, dann bleibt der Widerhakenpfeil in ihm stecken. Ach so, in dann, ihm, und okay. Dann, ja. Und dann, keine Ahnung, dann werfen sich fünf Männer pro Seite über die Ketten. Und ziehen sie mal runter Ketten an. Nee, hab ich ja keinen. Also. Sieben Männer, huh. Also. Dann für die Ballisten brauche ich dann die acht Wachen. Als die dann kommen und sagen, so, sie wollen mitkämpfen, sage ich so, okay, ich brauche sicher zwei Schützen und so. Und Griff ist voll in seinem Element. Der ist noch nicht da. Wir haben acht Kämpfer. Doch, der wartet da in der Mitte. Und der Drache ist schon da, der chillt da im Burghof. Ja, nee. Der chillt noch nicht da. Ja, ich weiß. Während die Wachen und Gnome mit mir da in den Burghof ankommen, trage ich so eine Keksdose vor mir her und in dem anderen Arm einen Pilz. Keine Ahnung, wo die plötzlich herkommen, aber hier, bedient euch. Cool. Das heißt, ihr seid für fünf Runden vor Gift. Gegen Gift immun. Sehr gut. Cool. Wir alle? Wenn man die ich isst, alle oder? Rein, ja. Alle, die einen Keks nehmen. Perfekt. Also, aber erst, wenn wir ihn essen, oder? Mhm. Ich verteile die einfach mal. Perfekt. Also, Griff packt ist auch noch eine Götterkarte reingekommen. Ja. Hieß es. Und vielleicht, und wir sollen auch noch mal gucken, ob nicht auch Applause, 10 Applause zusammen sind. Ich dass guck. Man, das wäre noch. Mhm. Vielleicht noch offen? Ja. Gucken wir gleich jetzt zuerst die Segen der Götterkarte, die habe ich schon offen. Für Dorn wollte nur einen guten Moment finden. Habt ihr sicher vor dem Kampf, schaue ich dann nochmal rein. Müsst ihr keine Angst haben. Die kommen ins Spiel. Amulett des Mutes. Und zwar von Rafara, Göttin der Willkür und der Kreativität. Ach, Rafara. Danke, Rafara. Schön. Genau. Danke, Rafara. Ich lese gerade vor. Amulett des Mutes. Du möchtest nur noch fliehen und dich verstecken. Ja. Das ist Dorn, wie er leibt und lebt. Genau. Nur vor. Rennt, meine Freunde, rennt. Oh Gott. Während sie kämpfen. Als in dem Moment ein magisches Amulett erscheint, das du nun um deinen Hals trägst, hast du den Zustand verängstigt am Anfang deines Zuges, aktiviert sich das Amulett. Gib dir deinen Mut zurück und der Zustand verschwindet. Du darfst das Amulett auch jemand anderem anlegen. Der Effekt des Amuletts kann 1+1W4 mal genutzt werden, bevor die Magie des Amuletts erlischt. Von Tami. Das ist total cool. Vielen Dank.
auch an Tami und an Rafara. Kurze Frage, darf ich das, bekomme ich dieses Amulett auch, wenn jemand anderes Angst hat? Also du... Oder ist es erst da, wenn ich zum ersten Mal verängstigt bin? Nein, und dann kann ich es jemand anderen geben? Nein, du kannst es auch jemand anderen geben. So. Ich kann es direkt jemand anderen geben? Ja. Perfekt. Okay. Sehr gut. Yes. Genau. Super. Dann es sind noch nicht genug Applaus. Appläuse? Ist es nicht? Nee, es sind. Also insgesamt. Applausen? Oder werden sie gerechnet oder sind die pro. Ich glaube, das ist so die Frage, die aufgetaucht ist. Also, ob quasi, wenn jemand jetzt schon 10 Mal applaudiert hat. Appläuse. Ja, Appläuse sind nicht so. Ich kann nachher mal durchrechnen. Eigentlich gehen wir immer pro Kapitel dann wieder zurück. Ah, so. Okay. Und da waren es noch nicht so viel. Aber. Genau, wir können ja, nee, das ist nur, gucken. Ich glaube, das war nur die Frage, die so aufgetaucht ist. Bei unseren lieben. Super, Gottheiten. Super, super. Gut. Aber danke trotzdem für den Applaus. Ja, danke. Danke für alles. Danke, Rafara. So. Ja, Rafara, Minz. Oder doch, erstes von dir. Noch. Ja. Wir hatten ja mal am Anfang, also letzte Session, am Ende der letzten Session noch rausgefunden, dass wir uns für Gift schützen sollten. Genau. Und ein Jo-Tool. Beauftragt oder auswendig machen wollen, um Kräuter zu mischen. Ja. Ich weiß nicht, jetzt haben wir sehr viele Götterkarten bekommen, die Giftwiderstände leisten. Aber theoretisch hätte ich das vorbereitet. Ja. Jotul hat einfach, sie kann nicht immun gegen Gift, aber sie hat Kräuter für euch bereit, die euch resistent gegen Gift machen. Das heißt halben Schaden. Was passiert, wenn ich das einnehme? Ich bin sowieso resistent gegen Gift. Ich bin auch immun. Für doppelte Resistenz gibt es nicht, dann spürst du einfach, das schmeckt gut, aber hilft nichts. Genau. Okay, das heißt aber, diese Kräuter können wir nehmen und dann sind wir für eine Stunde oder so resistent. Genau. Okay, dann schreibe ich die Kräuter mir auch auf, die ich auch dann esse. Ich finde ja, wir haben nach diesem Giftkampf wahrscheinlich mindestens einen Con-Level höher. Also alle Constitution so hoch, dass ich mega abgehärtet. Ja. Gut. Ja, genau. Sonst noch Vorbereitungen von eurer Seite? Ja. Ja. Okay, das haben wir. Heiltränke. Ich würde gerne nach Heiltränken, auf die Suche nach Heiltränken gehen. Wirf mir ein D6. 3. 3 Heiltränke. Ich gebe. Oh, dir einen, wenn du willst. Ich habe noch, ich kann auch noch verteilen. Ich habe auch noch einen, danke. Ah, dann nehme ich alle drei. Müssen wir alle drei? Hast okay, das sind einfache Heiltränke. Du bist einfache Heiltränke. Ah, stimmt. Ich weiß gar nicht, dass ich komme. Nein, wir wissen aber dann nicht. Dann können wir ihr vielleicht. Ich habe erstmal jetzt drei. Vielleicht stimmt, wir wissen noch gar mal nicht. Mal gucken, ob ich dir einen gebe, weiß ich noch nicht. Also, Griff sagt dann zu Don, also wir haben schon Heiltränke, aber wir können ja, falls zum Beispiel Jelaida plötzlich auftaucht. Oder Rikara. Oder Rikara, genau. Dann könnte es ja plötzlich passieren, oder Gwen wieder zurück ist. Dann geben wir. Jelaida steht bei euch. Oh nein! Siehst du, wenn man vom Teufel spricht. Hi. Hey, leider, du hier. Hat dich Rikara geschickt? Nein. Kommst du, um uns zu töten? Nein. Bist du ja wach? Wirklich? Sehe ich irgendwie aus, als wäre ich nicht wach? Ja, du warst, wir haben dich durch die halbe Welt teleportiert. Bewusstlos. Danke. Bitte. Hallo, ihr leider, schön, dass du da bist. Keks? Was ist da drin? Weiß ich nicht. Nette Kräuter. Pilze vielleicht. Aber wir sind hier nicht zum Party feiern. Ja, sonst wäre ich ja wohl auch nicht hier, oder? Dann weißt du Bescheid. Ich weiß nur, dass ich zu euch kommen sollte, weil ich irgendwie helfen soll. Das also super, ist nett. Wir kannst du was gegen Drachen ausrichten? Hier, ein Heiltrank für dich. Kannst du wahrscheinlich brauchen. Oh ja, ich brauche einen für dich. Zwei Heiltränke. Zwei Heiltränke. Dankeschön. Ist ein einfacher, ne? Ja. Das heißt? Das heißt, wie sehen wir dann? Hängt nur vom Heil. 2W4 plus 2. 2D4 plus 2? Ich glaube ja. 2W4 plus 2. Ja. Ja. Danke. Ja. Ja, warum nicht ein Keks? Hier. Danke. Ein Keks. Ein Keks. Ein Keks.
Okay. Ich möchte jetzt schon noch was kurz sagen. Also, Caladius meinte irgendwie, ihr habt das Gefühl, ich arbeite mit dunklen Kräften zusammen. Wie kommt ihr darauf? Na hör mal, wir kennen dich überhaupt nicht. Gwen hat doch was Gwen erzählt. Gwen hat's gesagt, ja. Hast du doch erzählt. Hat er es nicht dir gesagt? Und ihr glaubt ihm einfach? Ja. Natürlich. Toll. Ja, also Gwen erfindet schon viele Sachen, aber nicht so, nicht also so nicht was. Gemeine Sachen. Wenn, also wenn hat er schon mal was Gemeines erfunden? Ich glaube, er hat noch nie was... Nein. Der hat mich einfach gemein. Mit, das Gemeinste, was er je gemacht war, hat, war mich mit einer Nuss zu beschießen. Ah ja, apropos. Stimmt. Ich wende mich wieder den Gnomen zu. Ja. Ich würde sie gerne mit Schleudern und Bögen und sonstigen Fernkampfwaffen ausrüsten. Mhm. 25 und in Bögen. Den Türmen platzieren, wo sie einigermaßen sicher sind. Das ist eine gute Idee. Nicht in vorderster Front. Ja. Und Griff würde die Gnome wie briefen. Mhm. Quasi so, schießt auf die weichen Teile, zum Beispiel die Flügel oder also quasi so die dünne Haut. So, und dann, also das erklärt er ihnen im Vorbeigehen. Du musst doch ein bisschen Schusstraining machen zwischendurch. Genau. Ja. Schieß mal auf mich. Apropos Bogen, leider, du hast ja auch einen Bogen. Gut bemerkt. Ja, vielleicht kannst du was mit diesen Armschienen anfangen. Da sind so Pfeile drauf. Sind wahrscheinlich nützlich, ja. Also, ich kann damit nicht anfangen, so Elfen. Köpfe und so, hier. Neben dran stehen so Lilly und Griff mit so ein Dorn verschenkt, also seine Armschienen. Krass. Ich ziehe mir die Armschienen an und ziehe mich hier nach oben zurück und schaue mir das Ganze von hier oben an, das ist mit zu tun, mit Übrigens, euch zu reden. Übrigens, nur mal so, ja, wenn der Kampf vorbei ist, dann kriege ich die wieder. Und wenn sie dir genützt haben und du sie behalten willst, dann kostet dich das, kostet dich das 10 Gold. 2 Gold. 5. 3. 8. 3. 7. 4. 5,5. 4,5. Letztes Angebot, 5. 5. Sehr gut. Das macht Spaß, mit dir Geschäfte zu machen. Danke dafür und ich verziehe mich da nach oben. Ja, genau. Du hast eine Stunde Zeit, du kannst diese benutzen. Genau. Und dann hast du, kannst du schnell ihr erklären, was sie noch hat? Oder hast du sie bei sie dir? Sie schon, sie hast sie schon. Sie schon dabei? Ja, mir ist sie schon ausgerüstet, aber ich weiß nicht genau, was sie machen. Aber sie machen was. Wieder. Gut, gut. Die lassen nicht besser Pfeile schießen. Genau. Das ist einfach, und das dann, ist mega krass. Je länger der Tag geht und die Sonne... Ah, wir sind noch nicht so weit. Ja, ja, ist okay. Ah, okay. Einfach so ein Zwischenspiel. Okay. Ich dachte, jetzt geht's los. Geht die Sonne immer wie weiter dem Horizont entgegen. Und ihr seht, dass da nicht mehr so viel Zeit bleibt. Und dein Vater ist noch nirgends. Rackham? Mhm. Wo ist Rackham? Ja, ich sag doch, der Feigling ist geflohen. Wir brauchen die Essenzen, Leute. Ja, der taucht wahrscheinlich dann im letzten Moment auf und will dem Drachen die Essenzen geben. Das heißt, vielleicht schießen wir als erstes gar nicht auf den Drachen, sondern auf ihn. Oder er ist Gelurion suchen gegangen. Wo sind wir? Sind wir irgendwo im Innenhof? Nee, du hast noch nicht Griff ruft zu den Innenhof raus. Ey, feiger Captain, es wäre mal Zeit, uns die Essenzen zu geben. Gleich kommt ein Hausdrache. Was erwartet man? Keine Antwort. Das ist ja auch Dorns Papa, ne? Mist. Nein. Das stimmt gar nicht, Dorn ist gar nicht mal so feige. Griff überdenkt seine Ansichten. Okay. Grübelt so in der Ecke so. In dem Moment, wo du über meine Angst nachdenkst, kommt mir so ein Amulett. Oh. So. Griff denkt meine so stark. Brust leuchtet so auf. Oh. Boah, das sieht aber toll aus. Ich weiß instinktiv mit der göttlichen Verbindung, die ich habe, was es bewirkt. Und ich sag's keinem. Erst wenn es relevant wird. Und Cliff sagt so, weißt du, was wirklich toll aussieht? Das hier. Und da hat er so ein schwarzes Monokel. Das nicht so, schlecht. Habe ich gerade gefunden. Darf ich mal sehen? Nein. Netter Versuch. Gibt es noch Dinge, die ihr vorbereiten möchtet? Ich werde mich auf jeden Fall als... Ich guck kurz meine Liste durch, aber ich werde mich auf jeden Fall irgendwann zurückziehen, wenn der Zeitpunkt näher kommt und nochmal versuchen, Kontakt mit dem Schatten aufzunehmen, der mich
schon ein paar Mal okay. Konfrontiert hat. Also. Begleitet hat. Du kannst mir entweder einen Religionswurf oder einen Überzeugenwurf geben. Okay, überzeugen ist besser. Dachte ich mir. Persuasion. Mit, ja, naja, es kommt halt darauf an, wie man wirft auch, ne? Elf. Elf. Okay. Na gut. Du setzt dich hin und du gehst an diesen Ort auf diesem Schiff. Als dieser Schatten, du ohne dass du ihn siehst, trotzdem hinter dir stand und diese Präsenz von Dunkelheit, von Kälte, die dir, sogar dir fast kalt den Rücken runterläuft. Und du sagst du irgendetwas? Na, ich sag, Fiera. Fiera, möchtest du vielleicht, dass ich den Drachen auch von dir grüße? Dann hörst du Schritte. Und etwas scheint an dir vorbeizugehen. Warte! Um dich rum. Und du hörst eine Stimme, die von überall zu kommen scheint. Gerne. Grüß ihn lieb von mir. Okay. Ich gucke, ob mir Flügel gewachsen sind. Kein Flügel. Aber das sind noch deine Flügelschuhe, oder? Ja, aber ja. Naja, die Schattenflügel. Nee, wenn die Flügel wachsen, dann bin ich noch schneller. Ah, okay. Ah. Entschuldige. Vergiss die Flügelschuhe. Ja, die Flügelschuhe, ja. Ah. Also. Das ist schon nicht ganz so cool wie Rückenflügel. Wo ist Mahiritai und Banzbaum und Pimduk? Die sind, kommen mit euch mit. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie holen. Sie waren ja auf, ihr habt abgemacht, dass ihr euch vorher trefft, also am Abend vorher draußen. Da könnt ihr sie treffen, könnt ihnen Anweisungen geben. Sie kämpfen sicher mit, ob ihr das möchtet oder nicht. Nur sie vertrauen dir. In dem Sinne und würden euch unterstützen oder hauen einfach selbst drauf, wenn ihr nichts sagt. So. Genau. Weiß ich, woher der Drache kommt? Du weißt nicht, woher der Drache kommt. Nö. Okay. Kann ich das rausfinden? Du kannst mir, also, was möchtest du genau herausfinden? Ich war ja weg. Das Einzige, was ich jetzt eigentlich weiß, ist, dass ich ihnen jetzt helfe, diesen Drachen zu bekämpfen. Mhm. Aber ich möchte gern wissen, woher dieser Drache kommt oder warum der überhaupt hier ist. Du kannst mir gerne einen Geschichtswurf machen. 19. Du hast keine Ahnung. Okay. Wer erklärt's dir sonst? Drachen sind nicht dein Fachgebiet. Naja, stimmt. Ich bin sonst Halbdrache. Vielleicht kann ich dir. Ja, dann würde ich euch gerne noch fragen, warum ich euch helfen soll, diesen Drachen zu bekämpfen. Naja, du hast ja gesagt, Caladius hat dich hergeschickt, um uns zurückzuholen mit den Essenzen. Nun, wir sind da. Die Essenzen sind nicht da. Genau. Und die, so wie wir, sollen diesem Drachen geopfert werden. Genau. Und wenn wir den Drachen töten, kriegen wir die Essenzen. Und der Drache wollte auch die Auserwählten haben. Also ja, genau. Dich auch.
Stimmt. Also du musst natürlich nicht hier bleiben, aber wir wären schon dankbar für deine Hilfe. Ah, jetzt plötzlich. Also ihr vertraut mir doch genug, um mit euch zu kämpfen. Du, wir haben keine große Wahl. Du kämpfst einfach auf der anderen Seite der Mauer und Nee, du hast ja bis jetzt gar nichts gemacht. Du verstehst ja, uns. Genau. Du hast ja geschlafen. Ich finde, ehrlich gesagt, also wenn, was auch immer Gwen gesehen hat. Ich würde einfach gerne wissen, ob ich euch vertrauen kann für diesen Kampf. Ob ich auf euch zählen kann. Ja. Klar. Kleiner also wir haben gerade Besseres zu tun, als dich anzugreifen. Naja, ich würde sagen... Da und du auch. Hm? Komm jetzt, kleiner Clownspur. Nein, so einfach läuft es nicht. Wir klären das dann nach dem Kampf. Zeig erstmal, wie du... Sie wieder für den Kampf. Mann, wenn sie uns so in den Rücken sticht, zum Beispiel. Ich meine, ja, du tust jetzt so, als würden wir dir, als müssten wir dir jetzt vertrauen, aber du vertraust uns ja auch nicht. Warum sollte ich euch vertrauen, wenn ihr sagt, dass ich mit dunklen Mächten zusammenarbeite? Ja, das ist, weil wir es wissen. Und ja, die Möglichkeit besteht. Die Überlegung ist auch, vielleicht weißt du es ja gar nicht, dass du es machst. Wir haben vielleicht gesagt, vielleicht nutzt er dich einfach aus. Das war... Außerdem war es ziemlich fies von Caladius, das einfach auszuplaudern. Also kann ich euch auf euch zählen für diesen Kampf oder nicht? Das haben wir ja schon lange. Die Frage, ja, also ja, wenn natürlich. Wenn du nicht in den Rücken fallst, fallen wir dir auch nicht in den Rücken. Gut. So würde ich auch sagen. Ungefähr. Ich will ja mein Geld zurück. Oder die Armschienen. Und plötzlich reißt Griff so die Arme hoch. Nein, nicht so! In Richtung Hof, Richtung! Und er schreit so auf die Mauern hoch. In den Hof, hier, zu mir, da, hier, da. Und er ist wieder bei der Vorbereitung. Ja. Also, wenigstens gegessen. Also ich habe ein Problem. Dieser Gürtel, oder? Der, ich weiß nicht genau, was das ist mit dem Gürtel. Ich habe auch keinen. Das fragen wir uns schon lange. Das ist wohl was Ähnliches wie mit ihr leider. Wie meinst du das? Na, wir wissen, er bringt Ärger, aber wir wissen nicht wie und wann und wo. Also das letzte Mal beim Kraken hat er uns keinen Ärger gebracht. Da ja, hat er uns geholfen. Hat er mich was umgebracht. Ja, uns alle. Mich ja auch. Dich auch? Ja. Ja. Konnte nur, also, jedenfalls habe ich auch gemerkt, das hat mich auch angegriffen. Wie gesagt, aber ich weiß nicht, irgendwas muss ich tun, damit der Gürtel mir seine so Kräfte überlässt, diese Flügel, was weißt du noch? Was hast du das letzte Mal gemacht? Ich weiß es nicht mehr, da habe ich gar nichts gemacht. Ich habe einfach da gestanden. Und dann kam der einfach und meinte, grüß den Kraken von mir, oder wie auch immer hieß. Das war was Persönliches. Anscheinend. Und jetzt soll ich den Drachen auch grüßen, hat's gesagt. Aber ich weiß nicht, oh, es ist nichts passiert. Vielleicht kommt das noch, wenn der Drache da ist. Dann grüß doch mal, vielleicht funktioniert's ja. Wenn er dann da ist. Ja. Sorry, Leute, ich muss kurz durch. Griff kommt so vorbei. Sie kommt so nach links und gehst wieder weg. Ich verbringe so mindestens 10 Minuten noch weiter drüber nachzudenken. Aber nicht länger. Möchtest du wirklich darüber nachdenken? Ja, voll. Dann gib mir einen Nachdenkenwurf. Intelligenz, Nachforschung. Ja. So. Dieses Ding. So sowas. Sowas. Irgendwie. Blauen Würfel. Ich hab jetzt nicht so Hoffnung. pass auf. Ja. Investigation. Ja. 11. 11. Okay. Oh, das haben wir gut gewürfelt. Ja. Mit Minus. Nee. Was? Investigation. Was du jetzt mit 11? Ich denke, du hast nicht wirklich eine Ahnung, an was es liegen könnte, nur dass die Situation jetzt nicht dieselbe ist wie damals. Ja. Da sind wir nicht auf mehr. Das ist es. Wir sind nicht auf dem Meer. Ich stelle mich auf Wasser oder so. Ich suche irgendwie, ich froste den Boden unter mir ein. Das schmerzt. Irgendwo ein Tümpel außerhalb der Burgmauer, kannst du draufstehen, geschieht nichts. Toll. Fiera. Okay, gut. Gut. Wow, wirklich. Die Vorbereitung abgeschlossen, die Sonne kurz vor dem letzten Moment. So. Und dein Vater schreitet auf den Burghof. Da ist er ja! Da ist er! Schnappt ihn euch! Nein, wartet! Rackham! Jetzt wird nicht verhandelt! Griff streckt da einfach seine Hand aus. Mhm. Kommt zu dir. Es gehen alle drauf, wenn wir diesen Drachen nicht besiegen.
Und ihr habt eure Essenzen wieder. Na schön, Lilly. Hier. Danke. Ah. So, lasst uns einen Drachen töten. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ja, da, wo ihr mich nicht sehen könnt. Warum? Das letzte Mal lief unsere Diskussion nicht so wie geplant, oder? Naja, technisch. Aber ich sehe, ihr habt euch gut vorbereitet. Und du hast nichts nicht geholfen? Nö. Jetzt sag doch mal deinen Leuten, dass die hier antreten sollen. Sind sie ja schon. Na, die 8. Sind sie schon. Wir sind nur 8 Leute in der Burg, oder? Ich rufe sie dann, wenn es brenzlig würde. Feiger Captain, feige Männer. Griff geht weg. Nein. Baby auch. Ressourcenschonen nennt man das. Ja, ja, bla bla. Wenn und sie tot sind, sind sie tot. Er geht die Treppe hoch, dort zu seinem Büro, aber geht nicht rein, sondern steht auf dieser Treppe. Das letzte Mal warst du da, als er mit dem Drachen gesprochen hat. Und dann geht die Sonne unter und es bleibt dieses Licht, dieses Dämmerlicht von der Sonne, als ihr hört. Und dieser immens große Drache kommt auf euch zu und... Liebe Grüße von Fiera! Und brüll ich und ich schmeiß ein paar Dolche in die Luft. Okay. Nur um vorbereitet zu sein. Voll Panik. Nein. Und ihr hört in euren Köpfen. Wir kreisen. Es ist Zeit für euren Tribut. Bringt ihn vor die Fortmauer. Und er lässt sich auf dem Dach hier nieder. Griff, ja, ich stehe ja schon da, wie praktisch. Griff steht in die Mitte des Hofs. Mhm. Sein Schlagring verwandelt sich so langsam in diese große Streitaxt. Und um seinen Hals hängt Shalendras Essenz. Und er sagt so: Hol mich doch. Steht einfach so da. Mhm. Ich bin auch dazu. Okay. Er sagt, hol mich doch. Aber ich glaube, du verstehst es. Ihr habt mehr so ein... Ich hab gar keine Ahnung, wie das klingt. So ein... So eine ganz eigenartige Sprache. Okay. Stellt euch dahin, wo ihr hin... euch hinstellen möchtest, Dorn, leider. Als der Drache da hinkommt, bleibst du da? Kenne ich die Stimme des Drachens? Nee. Noch nie gehört. Noch nie gehört. Warum kennen sie so gut? So viele Drachen. Das ist nicht mein Homie damals aus der Highschool. Darf ich noch was machen? Ja, wir können sagen, dass als der Drache anflog, konntet ihr euch noch verschieben, noch die letzten paar Sekunden Vorbereitung könnt ihr machen. Ich schaue mir alle die mhm. nicht euch, alle die an, die nicht ihr seid. Mhm. Und gebe per Thief's Cant zur Verständigung auf ein abgemachtes Zeichen zu mir zu kommen. Das verstehe ich. Was verstehst du? Du verstehst Thiefskant? Mhm. Gut. Okay. Bin ich. Sprechen wir alle Fremdsprachen. Gib mir ein Überzeugung. Das merken wir nicht mal. Persuasion. Das da merken wir nicht mehr. Das merkst du wenigstens. 21. Okay. Die anderen gucken dich an, schauen den Drachen an, denken seine Abmachung, dass du dich dahin positionierst. Wahrscheinlich bist du der Chef jetzt gerade. Und sie nicken dir zu. Gib mir einen Wahrnehmungswurf dann. Was war Wahrnehmung?
Perception. Genau, das ist 10. Okay, du siehst es nicht. Aber du hättest... Ich stehe auch da wirklich ungünstig. Ja. Hättest du es gesehen, hättest du es verstehen können. Ja. Das ist doch immerhin etwas. Ja. Du musst okay. auch die kleinen Dinge. Aber du bleibst da stehen, wo du bist? Nee, ich komme zu euch nach unten. Okay. Gut, Dorn, du bleibst da, wo du bist. Mhm. Also. Wo bist du? Panzer, Pimtuk, weg von mir! Und der Drache sitzt da... Ich fresse noch einen Keks. Guck dich an. Nichts lieber als das. Und da gehen wir in die Pause. Ha! Yeah! Drachenkampf. Wir starten in 15 Minuten, also pünktlich um 9:30 geht's jetzt dann gleich weiter mit unserem Drachenkampf. Wir machen Pipi-Pause. 9:30 Geht's gleich. Ja. 9:30 In eineinviertel Viertelstunden nach der Pause. And we'll write our inkling's die angesagtesten und neuesten Games auf wog.ch. Thank you.
and we'll write our inkling's tale. Und wir sind zurück aus der Pause. Leute, werft mir Initiative. Oh. Jetzt geht's los, Leute. Oh nee. Mann. Alter. 14. 15. Auch 15. 22. Also nochmal kurz, ihr leider. 15. Du bist 15. Gut. Chris? 14. 14. Lilly? Auch 15. Auch 15. Wer hat höheren Dex wahrscheinlich? Du? Ich hab 3. Was hast du? Ah ne, stimmt ganz gar nicht. Ich hab 5. Ja, 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 lass mich nachschauen. Nee, ganz vorne. Okay. Ganz vorne? Nee, nee, nee. Da. Ist doch da vorne. Nee, 2. Okay. 2. Ja. Was hast du? 2. Ich auch. Sie hat auch. Wie viele Punkte? 15. 15? Auch 15. 15? Okay, please, nochmal W20 werfen. Mit oder ohne die 2? Einfach ohne. So, direkt so. 12. 8. Du gewinnst. Okay. Du bist schneller. Okay. Scheiße. Dorn, was hattest du? 22. 22. Okay. Der Drache. Waren wir mit W20? Alle für 20 verloren hier. Gut. Okay. Also wichtige Note. Da, in diesem 15-Fuß-Radius, weht jetzt so dieser ein Wind aus einem Talisman, der aus der leuchtenden Brust von Griff erschienen ist. Und der macht, sag's nochmal. Und der macht, der innerhalb von diesen Feldern da, sind wir vor jeglichen Substanzen oder Gasen geschützt für eine Stunde. Also da hast du jetzt einfach so eine Tauchglocke. Luft. Die bewegt sich mit dir mit, oder? Nee, ich glaube, die bleibt. Also. Wie machen wir es? Hm? Die bleibt da, oder? Die ja, Glocke. Die bleibt da. Also, Netflix, die Göttin des Binge-Watchings, swiped gerade durch die verschiedenen Filme, die sie gucken könnten, oder die Serien. Und das. Und das kriegt eine Tauchglocke. Das gibt dann so eine Tauchglocke aus. Genau. Nice. Gut, Ja. Noch kurz zu den Regeln allgemein. Ihr könnt eure Karten spielen, das ist klar. Dass die Gnome machen pro Runde 1W12 Schaden, den kannst du werfen, immer wenn du dran bist. Die Mahiritai machen 1W20 Schaden, den kannst du werfen, immer wenn du dran bist. Genau, die Piraten, die hören auf euren Befehl, im Moment auf deinen Befehl. Greifen aber nicht an, bis ihr sagt, sie sollen angreifen. Sonst ziehen sie mit ihren Waffen auf. Und dann. Die Ballisten genau, habe ich. Auf euch. So, dann kommt dein Papa, der ist auch noch dabei. Der kommt als erstes dran. Hm. Mit einer. Nee, stimmt nicht. Er kommt direkt nach dir. Okay. Gut. Also. Der Drache kommt als letztes. Dorn. Du siehst, wie der Drache auf euch zu, also auf deine Freunde zufliegt. Und du spürst, wie er Atem nimmt und seine Flügel ausstreckt und irgendwie in den Himmel schreit und mit einem Speed auf den goldenen Drachen zufliegt. Er okay. Ist jetzt, und du ja. Bist direkt unter ja. Ihm und er ist direkt über dich rüber. Ja, ich stehe da vorne an der Mauer und ich ziehe meine Arme zusammen und schieße ein, konzentriere mich und die magische Energie fließt aus meinen Händen, wird zu einem Eissturm, ja. Der sich wie so ein Kegel ausbreitet und ihn möglichst einfasst. Okay. Komplett. Ich probiere ihn in diesem Flug zu erwischen. Mhm. Und da brauche ich von ihm einen Rettungswurf, einen Geschicklichkeitsrettungswurf? Nee, einen Konstitutionsrettungswurf. Konstitutionsrettungswurf, okay, noch besser. 23. Ja, das schafft er natürlich. Das sind dann
17 Schaden? Die Hälfte. Okay. Warte, die Hälfte. Und ich brauche noch einen Rettungswurf, sondern einen Geschicklichkeitsrettungswurf. Mhm. 25. Ja. Und dann bekommt er, weil ich ihm noch diese zwei über mir kreisenden Eisdolche hinterherwerfe. Warte, lass mich ganz kurz gucken, ob... das sind 8. Sind nochmal 14. Geteilt durch 2, oder? 18 durch 2 geteilt. 18. Also 9. 9. Also gesamthaft 17 Schaden. Ja. Okay. Gut. Okay. Ja, mehr kann ich nicht ausrichten! Okay. Ja. Und du siehst, wie neben dir dein Papa neben dir steht. Wo ist er? Ist da und da. Ja. Oh! Du siehst, wie er dich anschaut. Nicht schlecht, so geht das. Nichts. Und es kommt nichts. Was? Er hat gezaubert. Ja. Er hat versucht zu zaubern. Into the magic hole. Der nächste NSC, der Magie wirkt, das ist noch von den Göttern des Ausgleichs, geschrieben von Shiro Nakamura. Mhm. Der Magie wirkt steht unter dem Effekt der wilden Magie. Und er würfelt außerdem beim ersten Mal automatisch eine 1 für den D100-Effekt, um diesen zu eruieren. Und da habe ich die Listing offen, weil ich mich vorbereitet habe. Sehr schön. 1 bis 2 bedeutet, man würfelt auf dieser Tabelle jeden Zug für die nächste Minute. Also 10 Züge lang würfelt dein Papa auf der Wild Magic Tabelle. Sehr schön. Genau. Und das ist das erste Mal jetzt. Nee, das ist das erste Mal, wo er gewürfelt hat. Hat er jetzt eine 1 gehabt, genau. Ja. Das heißt, für die nächsten 10 Züge dann noch. Also die nächsten 10 Züge... Ich mach da Striche. Ah, du machst... Super. Ich mach da Striche. Dann erinnerst du mich dran? Ja. Gut, ich sage erst, er ist dran und dann kommt die wilde Danke, Magie. Danke, das passt super. Das passt sehr gut. Das funktioniert nicht mehr, oder was passiert? Und dann geht's völlig ab. Genau, aber da kommt noch so... Hey, wie? Geht nicht. Weiß ich auch nicht. Und dann siehst du, wie der Drache auf seinen Schultern losfliegt und hinter dem großen Drachen nachfliegt. Der Kleine. Ah. Upsi Daisy. Oh, stopp! Das war Turkur. Du brauchst ein Schwert. Ich brauche ein Schwert. Und rennt hier versuchen. Bringst du mir eins mit? Jetzt, wo du da bist? Ich brauche ein Schwert! Ein kurzes bitte, aber ein starkes. Schwert! Gut, und er rennt in den Turm. Okay. So. Sehr cool. Dann kommt jetzt ihr leider dran. Wie nah ist der Drache von mir? Können wir gucken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 Fuß, etwas mehr als 30 Fuß. Okay, dann geht das hier schon mal. Entschuldigung. Das geht auch nicht. Das passt nicht, okay. 30 Fuß. Mhm. Dann. Im Moment, wo ich hier runterfliegt, nehme ich meinen Bogen hervor und ziehe meinen Bogen auf und schieße ihm einen Pfeil direkt durch seinen Flügel hindurch. Okay, gib mir einen Angriffswurf. Man sieht so die Armschienen aufblitzen. Bling! Das Vorteil. Ich habe mit Vorteil, ja. Mhm. Wichtig. Ja, sehr wichtig. No. Wieso mit Vorteil? 10. Weil sie das ist eine Fähigkeit. Du zielst auf diesen Drachen und er macht nur eine leichte Bewegung nach links mit seinen Flügeln und der Pfeil schießt an ihm vorbei ins Nichts.
Machst du noch etwas? Kann ich zwei ausschließen? Nee. Bewegungsrate oder Bonusaktion? Genau, du kannst noch mit deiner Bonusaktion. Ja, kann ich nichts machen. Okay. Ich verstecke nur direkt dashen. Ach so, doch, warte. Ach so, nee. Hm. Kurze Zwischenfrage. Dann kannst du noch ein bisschen nachdenken. Mhm. Ich würde die piratige Karte gerne ins Spiel bringen, aber ist das eine Aktion oder kann ich das noch so als, weil es so... Ihr könnt, wenn ihr Karten wollt, die ihr vorbereitet hättet... Ja, das habe ich natürlich nicht gesagt, aber das wäre so eine... Ich würde es halt als Ansage quasi machen. Genau, so. Ja. Genau. Gut. Kannst aber das ist, dann mache ich die noch. Ja, genau, die anderen sind dann eine Aktion, das ist klar. Ja. Okay, danke. Ich gehe mich da hinter den Kisten verstecken. Okay. Bewegung und dann Hide. Ja. Aktion. Okay. Super. Was muss ich machen? Den Stealth-Check, oder? Ja. Genau, machst du noch einen Stealth-Check. 17. Mhm. Gut. Schreibe ich mir auf. Lilly! Ah, danke. Der Drache fliegt auf mich zu. Mhm. Ich wollte gerade den Mund aufmachen, um zu singen. Mhm. Und atme dabei einfach schon seinen giftigen, widerlichen Atem ein. Mhm. Und da muss ich eben versuchen zu singen. Aber es macht stattdessen... Gesundheit. Und aus meiner Nase schießt eine Fontäne aus Zucker. Was hast du gemacht? Ich habe eine Zuckerstange. Eine Zuckerstange. Und der Drache muss einen Rettungswurf gegen 15 schaffen und ich hätte gerne, dass er dazu einen Nachteil verwendet. Ja. Okay. Sehr gut. Ding. Ein Rettungswurf. Gut. Ich nehme mal an Geschicklichkeit, aber steht ja nicht. Genau, Geschicklichkeitsrettungswurf 15. Ja. 11. Nice! Die Zuckerstange. Der Zucker überzieht seine Flügel. Aha. Und seine Bewegungsreichweite wird für den ganzen Kampf halbiert. Okay. Nice. Für den ganzen Kampf. Nice. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ah, dann jetzt noch oh, hätte ich geschwind auch noch Initiative werfen müssen. Nein, die befehlt ihr. In meinem Zug. Also, wenn ihr könnt Leute dazu rufen, diese zu bedienen. Ja, genau. Naja, genau. In deinem also, Zug. Okay, genau. Das ist gut. Alles gut. Ich wisch mir die Nase ab. Entschuldigung. Was ich eigentlich sagen Idee. Wollte. Solti olai, amalice cantiamas astia. Und während der Drache da so seine klebrigen Flügel betrachtet, greift erstmal Mahiditai an. Ja. Und die teilen immerhin eine 7 aus. Okay. 7 Schaden. Und die Gnome feuern. Ja. Wir haben eins. Eins, okay. 8 Schaden. Hey, wohin soll ich schießen? Entschuldigung, wir üben noch. Sie sehen aus den Türmen so Steine. Und irgendwo ein kleiner... Und ein einziger Stein trifft irgendwo so ins auf Auge. So, ja, ist gut, dass ich hab getroffen, ich hab getroffen! Und Griff ruft so hoch so, ich hab gesagt, auf die Weichen, Teile auf die Weichen! Ach so! Den Stein verschieße ich aber nicht, den Stein verschieße ich nicht! Den möchte ich behalten, der sieht so toll aus. Ja, genau. Oh, toller Stein! Okay. Oh Mann, wirklich. Griff so. Gut. Das war Lee. Wer doch Java jetzt hier. Jetzt kommt Griff. Ja, Griff hat so die Arme immer noch so ausgebreitet, dass der Rauch auf ihn zufliegt. Dann hält er sich so ein Auge zu und sagt in so einer Piratiensprache, sagt er, kein Plündern, solange der Feind noch steht. Und wir kriegen alle plus 2 auf den bei Kampfaktionen auf den Angriffswurf. Ich glaube auch auf Zauber, wenn ich das so verstehe. Und plus 2 auf den Schaden. Der Drache auch, wenn er jemanden angreift, der sich nicht auf den Kampf konzentriert. Okay. Also, konzentriert euch bitte. Focus. Und dann, das ist so das Letzte, was Griff noch so macht, bevor er sich dann von seinem Kampfrausch übermannen lässt. Und man sieht einfach so, wie sich seine Schuppen sträuben. Die Augen sind also so enge Schlitze, sie sehen aus, als wären sie ganz orange. So, es ist wirklich ganz, ganz eng. Das hat, also du bist ja ganz nah dran, das hast du noch nicht gesehen. Das ist wirklich ein ganz anderer, alle Schuppen stehen zu Berge. So. Und ein Wolf
ein Bär und ein Wolf brechen aus Griff heraus und er stürzt sich dem Drachen entgegen. Und ich weiß gar nicht, ich komme wahrscheinlich noch nicht in Nahkampfdistanz, oder? Wie weit kommst du? Ich komme, was sind das? 30, ne, 40 Feet. 40 Feet kommst du kommst knapp. Du bist unter drunter. Du ja. kommst. Aber ist er am Boden? Er ist etwas über dem Boden, also er aber könnte ich ihn treffen? Ja. Na, dann sieht man, wie Griff lossprintet. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ob sich dieses Geschenk der Götter aktiviert. Also, ja. Also, dabei trampelt er einfach so los und du, Lili, siehst so einen zerquetschten Pilz, der so eine Giftwolke ausspeit, aber wir sind in diesen 15 Fuß drin. Ich stell mir das ein bisschen vor, wie so für die Nerds, die Zwerge gelesen haben. Peace, Brothers und Sisters. Dass so Samusin, der Gott des Windes, gleichzeitig mit Tion, der so Gift versprüht, so ein bisschen ringt. Und dann sieht man so, wie die Sporen rumfliegen. Jetzt ist die Frage, was der Effekt ist. Weil eigentlich würden jetzt alle einen W12 Giftschaden nehmen und wären dann gewisse Runden resistent gegen Giftschaden und immun gegen Vergiftung. Ja, es ist, ihr könnt den Giftschaden nicht nehmen, aber nehmt den positiven Effekt. Aber okay, nice. Sehr gut. Wie lange? Gute Kombo. Vier, das sag ich gleich. Oh, vier Runden. Für vier Runden seid ihr resistent gegen Giftschatten? Ja, gut. Ja, gut. Addiert sich das mit dem, was wir sowieso schon haben? Nee, wir sind ja eh schon resistent. Ja, das ist halt ein Halbgeschenk, deshalb löst es sich automatisch auf. Ja, voll. Tritt halt einfach auf den. Ja, voll. Okay. Genau. Aber super, das ist gut. Okay. Also vier Runden, natürlich, schreibe das dann drauf. Okay. Gut. Und Griff stürzt sich auf den Drachen und greift ihn an. Mhm. Und hat eine 21. Okay. Trifft. Ich würfel gleich beide Attacken. Er haut zweimal zu. Und hat eine 28. Mhm. Trifft auch. Trifft. Und ich mache ihm 7, 13. 13, dann 17 von Rage, dann 21 wegen den da und dann noch 6, sind 27 und dann nochmal 2 mal 6, 29, 35 Schaden. Gesamthaft? Gesamthaft. Okay. Und davon sind 8 Donnerschaden. Ja, macht nichts. Nice. Very nice. Okay. Ja, genau. Also, der Drache zieht nach unten und wird direkt von dir getroffen. In diesem Brüllen schreit er hoch und er macht Frightful Presence. Das bedeutet, jeder hier muss einen Weisheitsrettungswurf von 16 machen. Ich nehme was für einen Rettungswurf? Ich nehme Weisheit. Meinen Vorteil, den ich mal noch gekriegt habe. Intelligent. Weisheit. Wisdom Saving. Wisdom Saving, das ist auf der ersten Seite. Ja, gerade. Danke für den Vorteil, Gwen. Tja, ich hab's nicht geschafft. Ich hab eine 7. Wie viel müssen wir haben? Ich hab deine Inspiration genommen, ich hab's auch nicht geschafft. Aber ich hab ja eine Kette. Mhm. Die Kette ist wichtig. Kannst du sie ausspielen? Ja, ich Oh nein, ich habe die Ballista vergessen. Die schießen noch. Also für alle zuerst, die es nicht geschafft haben. Wie viel müssen wir haben? Wie viel machst du? 16. Die Ballisten haben sich vorbereitet, sobald er landet. Ich würfel mal noch kurz, wie lange das Amulett, wie oft man es einsetzen kann. Ja, super, eine 4, also 5 Mal. Ja. Perfekt. Nice. Ihr, die es nicht geschafft haben, ihr müsst euren Zug das nächste Mal benutzen, so weit wie möglich vom Drachen wegzukommen. Dann ist die Map zu Ende. Beziehungsweise dürft ihr euch nicht, nicht so bewegen. Die Katze hat sie noch gehabt. Ach, das sind zu viele. Ihr habt Nachteil auf alle Ability Checks und Angriffswürfe. Und ihr könnt nicht näher an den Drachen. Euch näher an den Drachen bewegen. Also ich bin ja schon ziemlich nah. Ja. Ja.
Genau. Also denkt an euren Nachteil und das geht für. Kurz gucken. Eine Minute. Nee. Also für 10 Runden, aber ihr könnt jedes Mal diesen Saving Throw wieder machen und dann. Ich hab gerade gemerkt, ich habe die Balliste gar nicht vergessen. Die müssen ja noch einmal zielen. Ja, genau. Sie haben jetzt gezielt. Dann können sie das nächste Mal. Es ist viel, dass man denken muss. Okay. Nein, wirklich so. Dann kommt sein Angriff. Er zieht an. Ja, du hast ihm Schaden gemacht. Ja, und zwar, komm her. Er greift dich an. Und zwar. Net 20. Das geht ja gut. Für eine 31. Das trifft knapp. 2, D10. Ich habe eine 30. Oh, crazy. Gut, ihr seid immun im Moment gerade, oder? Gegen Giftschaden. Gegen Giftschaden. Also dann ist das schon mal nicht doppelt. Wir sind resistent gegen Giftschaden, aber immun gegen Vergiftung. Ah, okay. Bei mir. Hast du den Keks gegessen, dann bist du immun. Den habe ich gegessen, ja. Immun gegen Gift. Oder? Habe ich den gegessen? Ja, ich habe ihn gegessen. 20. Ich dachte, wir haben den vor dem Kampf so eingeschmissen. Ja. Hab ich auch. Unsere Bogenkekse. Dann bin ich immun. Ja. Also, für 5 Runden. Das haben wir für 4 Runden. Vergiftung. Ja, und ich bin auch noch in der Luftdings drin. Wenn das Gas. Wenn nee, das Gas ist doch hier, oder? Das ist doch hier. Also, es ist ein Radius von 15. Wie viel sind 15? Ja. Ach so. Das ist wahrscheinlich 4, oder? Radius von 15 sind 3 von den Punkten. Ja, ist gut. 3 Giftschaden und 21 Piercing Damage. Das ist okay. Für den ersten Biss. Dann. Ich hab erst temporäre Hitpoints. 2 mit seiner Klaue. Das ist Hälfte Schaden. Ja. 17. Erste Klaue. Trifft. Oder? Zweite Klaue, ja, viel mehr. 29 sind 2x6. Er ist schon ein großer Drache. Er ist ein großer Drache. Mal gucken, wie lange. 4 sind 10, sind 16. Mach ich noch. 20, 26, 32 Slashing Damage noch. Also geteilt durch 2 dann für dich. Mhm. Jetzt habe ich wirklich Hitpoints verloren. Und der Drache fliegt weiter. 20, 40 Fuß. So. Aber dann kriege ich. Ist das über dir raus? Drüber. Er hat. Du hast ihn an. Also. Und er hat nur halbe Bewegung, ja. Ja, ja. Er hat 80 Fuß Flug 80 und dann geteilt durch 2. Aber er hat mich ja angegriffen. Ja, du kannst noch einen Gelegenheitsrett. Ja, aber mit Nachteil, weil du frightened bist. Na gut, das wird nix. Ja. 11. Naja. 15. Nee, trifft nicht. Gut. Das war der Drache. Und ich mach noch einen Rettungswurf für die da. Die schaffen es auch nicht. Die können auch nicht näher. Also. Jetzt kommt. Griff war. Hier leider war dran. Gut. Anfang der Runde dann. Dran. Okay. Krass, so viel passiert. Okay. Nicht die noch. Fällt dann der Effekt ab, oder? Du kannst noch einen Moment nachdenken. Nein, die Fähigkeit. Okay. Also du kannst nicht noch. Sehe ich irgendwie, dass irgendjemand das verängstigt hat? Du siehst, wie Griff zusammenzuckt, wie Lilly zusammenzuckt. Ihr leider siehst du nicht. Und ein paar Schreie über dir. Ah! Oh, warte mal jetzt. Wie weit geht es? 1. Können wir dagegen nochmal safen? Jede Runde. Okay. Am Ende wahrscheinlich. Kurz gucken. Oder am Anfang. At the end. Ja. Okay. Ich laufe mal bis hier nach vorne auf den Platz. Mhm. Und
Ich nehme die Kette, die mich gerade vor der Angst geschützt hat, und versuche die mit meiner magischen Hand, die ich das letzte Mal geschafft habe, drüber zu dir zu senden. Okay. Muss ich dafür was tun, dass es funktioniert? Das heißt, dann nehme ich die und dann geht die Hand wie aus meiner Hand raus und dann schwebt die so rüber zu dir. Und ich umlegen. Okay, und ich pack die Kette, leg sie mir um. Und damit ist eine, ich notiere das immer hier, eine Aufladung verbraucht und du hast keine Angst mehr. Danke, Dorn. Gib sie Lilly. Ja, sobald ich dran bin. Steht er so da. So. Und dann konzentriere ich mich kurz auf diese mich umkreisenden vier Dolche, die noch da in der Luft schweben, und schick zwei auf den Drachen. Also, Geschicklichkeitsrettungswurf, ja? Ja, nur bei Angriff, Moment, nach, nee, ist nicht so viel Schaden. Genau. 20. Ja, wir haben zwei. Ja, also geschafft. Das sind einfach 16. Geteilt durch 2? Ja. Also 8. Kälteschaden. Ja. Okay. Ich habe nichts, keine Aktion mehr übrig. Machst du noch was? Sonst? Aktion, Bewegung? Nee, ich habe meine Bonusaktion schon verbraucht. Ich kann mich, naja, was ich mache ist, ich laufe mal, ich habe ja noch ein bisschen Bewegungsrate. 1, 2, 5, 6, 7, 8, ich lauf hier rüber, so. Ein bisschen, dass ich ein bisschen zur Seite komme. Okay, und bleib dort. Okay. Also, und dann kommt... Hörst du von hinter dir eine Türe aufgehen? Zack! Ich hab was! Und ein Schwert fliegt dir entgegen. Ah, ja, ich versuch's zu fallen. Fingerfertigkeitswurf. Okay, das ist, sollte. Okay, ja. Wild Search der am Anfang der Runde, oder? Wild Search der am. Also hatte die Wild Search am Anfang der Runde, oder? Ja, können wir machen, ja. Soll ich? Ja, werfst du doch gleich. 26. Okay, ja. Du kannst fangen, hast ein +1-Schwert, magisches +1-Schwert in der Hand. Super. Und du, Kurzschwert. Also, und du siehst dein Captain Rackham reinkommen und als er dieses Schwert zuwirft, öffnet sich so ein drittes Auge auf seiner Stirn. und er hat jetzt Vorteile auf Perception, also auf Wahrnehmungswürfe. Krasser Scheiß, ich sehe alles! also alles, was um Sicht geht, genau. Hä, wieso? Guck nicht so blöd! Für die nächste Minute, also für die nächsten 10 Runden, okay. Hat er so 3 Augen. Wenn man ein Schwert wirft, dann kriegt man das, oder wie? Genau. Ja. Das denkt zumindest Dorn. Ja. Dorn wirft das Schwert weiter. Ja. Ich will das auch rum. Ja. Keine Magie mehr, aber jetzt irgendein drittes Auge. Und er rennt hinterher. So. Okay. Das Krass. Hat auch ein Schwert dabei. Sehr geil. So. Jetzt war das Pups. Musst du nicht noch diesen Saving Throw machen? Für? Nee, er hat's geschafft. Er hat es geschafft. So. Ja, dann kommt jetzt hier leider. Ja. Ich bin total überfordert, gell? Von der Abfolge her, was jetzt alles noch geschehen ist nachher. Ja, ja. Du musst ihm noch einen Schaden abziehen. Das sind die +2 Schaden, oder? Die wir machen. Habe ich vergessen. Aha. Ja, genau, stimmt. Jetzt fällt es mir ein. Aber das darf ich, oder? Darf ich mich erinnern? Ja. Ja, ja. Er sieht mich nicht, ne? Der Drache. Der Drache sieht dich gerade nicht, nee. Okay. Dann mache ich eine Sneak Attack. Ah, doch, er sieht dich. Er sieht mich? Ja. Warum habe ich mich dann versteckt? Kannst du nochmal machen. Versteck du kannst dich, glaube ich, sowieso nicht näher an ihn ran bewegen. Nee, ich darf eh nicht näher ran, oder? Nein, sie bist ja verängstigt. Okay. Ja, dann kann ich ja nur auf ihn schießen, ne? Yes. Mehr kann ich gar nicht machen. Glaube ich. Du kannst deine Leute befehligen. Das kannst du, aber die sind auch verängstigt. Ja, sind ja alle verängstigt. Ach so. Genau. Ja, ja, das kommt jetzt noch. Okay. Aber bevor. Was macht mehr Sinn? Wahrscheinlich das hier, ne? Ja, ja, ist ein Beistand der Götter, das ist gut. Bevor ich ihn abschieße, nehme ich einen Beistand der Götter, die Felsen beißen.
Habt ihr den noch im Kopf? Nice. Ein gigantischer Felsen fliegt direkt in den Mund des Drachens. Er ist für die nächste Runde damit beschäftigt, diesen zu zerbeißen. Und er leidet dabei 2d20 Schaden. Sehr geil. 2d20, dann wirf mir doch mal 2d20. Ah, super. Nice. Von wer hat den geworfen, den Stein? Welcher Gott? Truhe mit Beinen. Puh. Und Felsenbeißer hat ihn kreiert. Felsenbeißer hat ihn so kreiert und die Truhe mit Beinen so... 14. Mit den Beinen. Mit den Beinen, ja. 14 und 5. 19 Schaden. Immerhin. Immerhin. Jo. Okay. Der beißt sich den Zahn aus, auf jeden Fall. Genau. Der kann uns nachher nicht mehr beißen. Minus 1 auf Schaden. Dreht sich ein Drache im Flug und möchte zurück zu Griff und Dorn und so, und dann kommt aus dem Himmel ein riesiger Felsen, der direkt in seinen Mund landet. Wie so eine Katze, die einen Haar knallt. Ah, Katze! Ja, schön, dass du daran denkst. Das kommt jetzt weg, gell? Die Götter rufen. Und dann werf ich noch, nee, ich werf nicht, ich schieß einfach noch auf ihn mit meinem Shotbow. Okay. Merke ich, glaube ich, nicht. Aber ich habe jetzt nicht mit... Das ist doch Nachteil. Ich, Nachteil, ne? Ja. Oder? Ja. Das heißt... Ja, weil du verängstigt bist. Ja. Zweimal unterschlecht. Genau. Nice. 21. Ja. Das trifft. Gut. Das trifft. Mhm. Okay. Gibt 8 Schaden. Plus 2 für plus die Bracer. Nee, die sind schon drin. Die Bracer sind schon drin, aber plus 2 von meiner Piratenkarte. Okay. Plötzlich denkt sie an den guten Spruch, den Krieg vorher rausgehauen hat. Und schießt noch präzise. Du bleibst da hinten. Möchtest du dich noch verstecken als Bonusaktion? Ich will mich immer verstecken. Das ist super. Dort, wo du bist, kannst du dich hinter die Kiste. Vielleicht sieht er dich diesmal nicht. Okay. Sieht aus wie eine Blume, wie eine Pflanze. So grün. Das kommt nachher dann noch. Ich bin eine Pflanze. Nee. Ich duck mich so also? hinter die Kisten da und... Und ziehst die so ein Stück vor. Zieh dich so nach vorne und versteck mich da hinten. Nicht ohne Würfel. 24. Ja. Und dieses Mal bist du ziemlich sicher, dass er dich nicht sehen kann. Okay, Lilly. Muss ich? Wie hoch schwebt dieser Drache eigentlich? Etwa 10 Fuß über dem Boden. Okay, und er ist extrem nahe an mir dran. Ich bin total blass geworden, dass dieses riesige Biest jetzt direkt vor mir ist. Und ich tue das, was ich immer tue. Ich klammer mich an meine Musik. Mhm. Ich finde dich am Boden, weiter kannst du nicht gehen. Und ich ertrage es kaum, dich so zu sehen. Gib mir das, ich kann es halten. Gib mir das, ich kann es halten. Gib mir das, ich kann es halten. Wenn du später noch willst, kriegst du es wieder. Dann ist alles beim Alten. Und all meine Verbündeten, die sich im Umkreis von 30 Fuß um mich befinden, ist der Griff noch mit drin? Ja, ist nur Griff knapp. Ja, ich habe mich ja vorher 30 Fuß bewegt. Kriegen Vorteil auf Rettungswürfe gegen verängstigt sein. Okay, cool. Und ich hoffe, das betrifft auch Mahiri Tai. Ja, die springen immer wieder hervorziehen mit ihren Pfeilbögen und werfen irgendwelche kleine Hammer. 13 Schaden. 13 Schaden. Nice. Crazy. Und die Gnome ebenfalls. Komm, schießen und treffen hoffentlich diesmal. Diesmal machen sie 12. Ich bin da 9. Schon besser. Mhm. Die Elite-Krieger, 13. Und das sind die anderen. 9. Ist nicht schlecht. Ja, das sind ja auch 25. Ja. Okay. Kleine Steinchen. Griff sie so angeknurrt hat, so. Crazy, der Drache. Ihr seht schon, wie diese verschiedenen Angriffe immer wieder zack, Löcher in die Flügel rein. Und er wird richtig dran. Er hat gar nicht wirklich Zeit zu reagieren. Und er zieht an euch vorbei und macht seine Runden. Also ich bin zuerst noch dran, oder? Ja, ja, genau. Und jetzt ist Griff dran. Kauend auf einem Stein übrigens. Genau, er kauert. Er knabbert noch so ein letztes Steinchen oder so noch so. Griff, ich renn zu Lilly hin. Durch die Tür. Ja, ja, einfach. Die hat
Genau dazu. Also, ja, nee, vor Lili, zwischen Lili und Drache. Genau. Ein Drache, ein riesiger Drache. Ich weiß, hier, zieh das und ich übergebe ihr die Kette von Dorn. Mhm. Zieh das über, glaub mir, das ist von Dorn. Danke, oh, viel besser. Und dann siehst du, wie es war so ein viel kurzer Moment der Klarheit und so die Bärenpranke war so mit dabei, die sie mitgegeben hat. Und dann verwandelt sich das Ganze wieder so in einen Wolfsschädel, der sich so knurrend umdreht und auch Griffs Augen sind wieder so. Und er dreht sich um und tut so, als würde er mit der Axt ausholen und dann kraut er so den Drachen so unterm Kinn. Aus einer Intuition heraus. Und plötzlich macht es so bumm, bunk. Und der Drache hat so ein süßes Näschen, so ein Katzennäschen und so Katzenohren. Mhm. Und verliert die Fähigkeit, andere einzuschüchtern. Mhm. Ah, super. Und er muss einen W20 würfeln. Unter 16 verliert er die Schwanzattacken. Ich würde da gerne den Nachteil einsetzen. Oh. Ja. Das heißt, wir haben alle keine Angst mehr. Danke, Bene, für den Nachteil. Yes. Ja, eine 4 und eine 2. Geil, ja gut. Okay. Also er verliert sie für 6. Aber sicher. 11 Runden. Nein. Für 11 Runden hat er auch so einen Katzenschwanz. Und dann miaust auch so zwischendurch. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch ernst kann. Vielen Dank, Rafara und Daki. Also Daki für die Gunst. Man sieht so, wie die Brust vom Griff ganz fest leuchtet. Mhm. Diese ganzen Aktionen. Und Rafara für das Ersinnen dieser göttlichen Eingebung. Sehr schön. Und dann schießen jetzt die eingezielten, also die Harpunen das erste Mal, die Ballista. Mhm. Und die hat eine 20. Die 20, das ist nur die Spielercharaktere. Das sind zwei, oder? Das sind zwei Harpunen. Das sind zwei? Ja, ich mach gleich beide. Die andere hat eine 10. Das trifft nicht. Die schießt daneben. Also eine macht 4. 5, Mann. Nee, 6! 15 Schaden. 15 Schaden. Aber es steckt eine Kette, eine an Ketten befestigte. Ja. Im Flügel, ja. Yes. Oder so. Also. Okay. Gut. Gut. Und nagelt ihn so ein bisschen fest, also so. Keine Ahnung, die über die Mauer geht, die ist so. Ja. Und er zieht ihn so. Und er ist so. Als er mit seinem Stein beschäftigt ist und. Hört ihr alle. Steinknäuel. Du, Lili, hörst nur eine Sprache, die du vielleicht von Griff schon ab und zu mal gehört hast. Ihr drei versteht... Ach, du verstehst es auch? Du bist doch eine Schlange! Als der Drache sich umschaut und... Wusste ich auch nicht. Du weißt es nicht. Es klingt ein bisschen wie Miauzen. Mau, 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 mega, mega uneinschließend. Was für ein Akzent. Ja, also. Ich werde es genießen, euch alle samt einzeln aufzufressen. Du hörst nur halt. Und dann. Alle aufzufressen. Ja, genau. Oh Mann. Okay, das ist unheimliche gut. Drache. Das passt schon, auch zu einer Katze. Katzen fühlen sich doch auch ein bisschen so. So, miau, ich bin der Herr dieses Hauses. Dorn. Yes. Meine Brust leuchtet auf. Mhm. Und es fällt. Es kommt so ein Staub. So ein Glitzerstaub aus meiner Brust, der sich in meiner Hand zu einer weißen. In einer Flasche mit weißer Flüssigkeit drin verformt. Mhm. Eine Babykatze. Die ich instinktiv nehme und auf den Drachen werfe. Mhm. Und von göttlicher Hand geführt. Wird der Drache damit getroffen und fängt an zu schrumpfen. Er wird immer kleiner und ein junger Drache. Mhm. Mit halber Bewegungsreichweite miauend. Bis zum Ende meines nächsten Zuges.
ist der jetzt nur ein junger grüner Drache und muss entsprechende Werte verwenden. Ja. Das heißt, wenn er jetzt mit, weiß nicht, hat er hinter den Schaden jetzt mit, ja, den er bekommen hat. Das heißt, wenn er jetzt als junger Drache stirbt, ist er tot, oder? Also den Schaden nimmt, wie meinst du, er hat jetzt einfach die Hitpoints eines jungen Drachen. Genau, aber mit dem Schaden, den wir ihm schon zugefügt haben. Nein. Nee. Nein, das nicht. Er hat jetzt neu Hätte Hitpoints. Er mehr Schaden gehabt als die Hitpoints vom kleinen Drachen, dann wäre er da unten gewesen. Aber jetzt, der junge Drache hat 136 Hitpoints und da ist er noch nicht. Wenn wir das jetzt schaffen in einer Runde, dann ist er tot. Im Schnellverfahren. Easy. Also, 130 ist ganz so viel. Ja. Okay, gut, das passiert. Ich schieße meine letzten zwei Eisdolche hinterher. Mhm. Was sind Geschicklichkeitsrettungswürfe? Geschicklichkeitsrettungswürfe. Dieses Mal zweimal. 15. Kann ich das? Zweimal. Ja. 15, Meet or Beat, ne? Ja. Ja, 15. Der zweite ist 14. Dann ist es einmal voll. Und zwar leider nur 5. Mhm. Und einmal ist es die Hälfte von 5. Also 2. Also 7. Ja. 7 Kälteschaden noch dazu. Nee, plus 2. Ja, genau. Aha, und das dann auf jeden Schaden. Also kannst du plus 4. Beziehungsweise. Nein, plus 3. Genau, plus 3. Einmal Hälfte und einmal doppelt. Normal. So. Meine Güte, ist das kompliziert, okay. Ja, es ist nicht ist einfach, den Überblick zu behalten. Aber vielen Dank, Darky, für diesen Glitzertraum. Crazy. Yes. Das ist super. Okay, gucken wir mal, was der kleine junge Grüne da macht. Achso, und jetzt benutze ich meine Bewegung und gehe hier hinten in Deckung. Aber ja, ich habe keine Bonusaktion mehr. Ja. Okay. Und dein Papa ist dann dran. Mhm. Wirf mir bitte den magisch. Oh, er kriegt für die nächsten 10 Runden, für die nächste Minute 5 Hitpoints zurück am Anfang jedes Zugs. Also oh, super. Er heilt okay. So selbst. Und das Auge rollt so wild auf seiner Stirn. Er rennt auf den Drachen zu. Ist das ein Mensch oder ist das ein Ork? Ist ein Mensch. Wir wissen es besser. Ist ein Mensch. Ich frage nur Sachen. Mein Vater ist doch kein Ork. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Er sieht nur verdächtig aus wie ein Ork. Also, dieser Zahn hier. Ja, genau, er kommt aber nicht bis zum Drachen. Ah, er macht die Dash-Aktion, kommt bis zum Drachen. Kann aber nicht angreifen. Gut. Machst du auch mal was? Er hat mir ein Schwert gebracht. Hat ein Schwert in der Hand. Und er hat ein Auge auf seiner Stirn. Genau. Er sieht alles. So, das war Paps. Ja, dann kommt jetzt hier leider. Das ist ein Versteck. Okay. Ich werde für ganz viele Sachen zu weit weg vom Drachen. Schade. Deshalb kann ich leider nicht mehr machen, als einfach auf ihn schießen. Aber er sieht mich nicht, oder? Er sieht dich nicht, ne? Super! Machen wir einen Sneak Attack. Again. Again! So hinter der Kiste hervor. Ja, genau. Das heißt... Nur einmal. Moment. Ach so, mein Nachteil. Ja, genau. 8 trifft. Schade. 8 Schaden? Nee, 8 Trefferwurf. Nein, das trifft nicht. Leider, leider. Tut mir leid. Möchtest du dich wieder verstecken? Classic Schurke. klassische Schurkin. Brr, okay, wieder weg. Wie viel kann ich nach vorne gehen? Du hast eine Bewegungsrate 30, von ne? 30 Fuß, dann 6 Felder. Ich habe sowieso noch einen Nachteil. Aber du kannst gar nicht. Nee, du kannst gar nicht. Noch nicht. Du musst ja erst deine Angst loswerden. Sonst kannst du dich nicht mehr zum Drachen bewegen. Ja. Na dann versteckst du dich wieder, ja. Und machst den Weisheitsrettungswurf noch für die. Genau, also Stealth und Weisheit. Mhm. Zuerst Stealth. Das
gibt so viele lustige Sachen. 29. Ja, du bist ein Schatten im Schatten. Oh, das ist und so dann noch den Weisheitsrettungswurf. Aber ich stelle es mir, so, mir nicht so cool vor, sondern mehr so. 20. Ja, jetzt spürst du, wie die Mut wieder zurückkommt. Du erinnerst dich, wer du bist und woher du kommst. Und dass das hier ein kleines Miezekätzchen ist im Vergleich zu dir. Ja, Lilly! Hörst du vom Drachen? Ist der Drache jetzt auf dem Boden? Nee. Ist einfach kleiner und fliegt. Aber er hat einen Pfeil im Auge. Hat einen Pfeil in der Seite, der dem. Es fällt ihm echt schwer zu, irgendwie in der Luft zu bleiben. Okay, vielleicht. Zieh den runter! Und Griff, du bist verletzt. Ja, bestimmt. Ich stehe hinter dir und greif so nach deiner Schwanzspitze. Gib niemals auf, wir sind bei dir. Hab keine Angst, denn gemeinsam sind wir tapfer und unschlagbar. Dein Leben wird noch besser, als es jemals war. Ist auch der Weg jetzt noch zu weit? Ist zum Aufgeben doch keine Zeit. Wir werden bei dir sein. Sei bereit. Hat noch jemand W8 für mich? Wie ist das mit den temporären? Kannst du mich dahin zurückhalten? Wie, danke. Nein. Danke. Temporär. Du bekommst... Mathe. Du bekommst Mathe. Ich bekomme Mathe. Na super. Ich dachte Lebenspunkte. Ja, wirklich, ich dachte Lebenspunkte, aber na gut, dann machen wir Algebra. 23. 23 Lebenspunkte. Oh krass, ja, das ist überheilt. Wow. Überheilt. Ich bin völlig überheilt. Nee, also Griff geht's blendend. Mhm. Überheilt. Danke, Lilly. Gerne. Du bist noch dran? Keine Bonusaktion und weglaufen kann ich auch nicht. Mhm. Nee, dann kommt Mahiritai. Ja. Du hast ja da deine. Die sind. Die haben ein bisschen Mitleid mit dem kleinen Drachen. Geben ihm nur 5 Schaden. Mhm. Und die Gnome. Die haben auch Mitleid. Die auch ja, so. Noch mehr Mitleid. Der süße kleine Drache. Mit Katzennase, ist ja herzig. Guck mal, der macht mehr. Einer. Hat er gerade mit dem Schwanz. Also, die machen ihre Teilbar und uns auf den Schwanz einschlagen und dann verschwindet er so. Ein Weisheitsrettungswurf für verängstigt. Nee, sie ist jetzt nicht mehr. Bist du ja, aber nicht mehr. Ich hab ja die Kette. Ja, ah, die Kette, ja, stimmt. Sorry. Gut. Also, dann das war Lilly. Jetzt kommt Griff. Also man sieht auf den Mauern die hektisch die Piraten, die Ballisten nachladen so. Und das war deren Aktion. Jo. Und Griff steht da, so leicht vor Lilly. Also natürlich nicht ganz vor Lilly, aber so leicht vor Lilly. Und man sieht so, es wabert so immer wieder dieser Bär über seine Schulter und der Wolf umpirscht so seine Beine. Und seine Schuppen sind immer noch gesträubt. Das ist wirklich so, seine Drachennatur ist voll da gegen den Drachen. Mhm. Und er ist so. Und er greift halt diesen Drachen an. Er versucht, ihm einen Flügel abzuschlagen. Okay. Versuch ihm einen Flügel abzuschlagen. Gib mir einen Angriffswurf. Und das mache ich rücksichtslos. Ja. 24. Naja, habe ich schon. Okay. Hab schon gerechnet. Ich mache den zweiten Angriff auch gleich. Ja, eine 30. Ja, das trifft auch. yes. Oh Gott, jetzt fängt die Rechnerei wieder an. Also, 4, 8 sind schon mal safe. Mhm. 14. 14 sind schon mal sicher. 14. Dann kommen noch dazu. 11. Dann sind wir bei 25. Mhm. Nochmal 11. 36. Mhm. 39. Mhm. 45. Okay, 50 wäre gewesen, dass du durch den Flügel durchkommst. Boah. 45. 45, ja. Hängt noch so am Seiden. Ja, er hängt noch. Er geht noch. Er geht noch. Also ich hau natürlich, wenn die Ballista da getroffen hat, ich hau natürlich auf den anderen Flügel ein. So. Ja. Der nicht. Und der. Also der kann nicht mehr fliegen, der kommt langsam auf den Boden auf. Kommt auf den Boden. Aber er hat Vorteile, wenn er mich angreift. Und er dreht sich auf den Boden um der Tatsachen. Und greift dich an. Wütend wie ein kleines Kätzchen.
12 trifft nicht. Hm? Nee. Weiß hab ich ja vielleicht. 19. Trifft. 20 trifft. Ah, hast du mit Vorteil gewürfelt? Ah, mit Vorteil. Dann der erste ist 19. Ja, trifft auch. Der zweite ist 20 und der dritte. Hau rauf auf den Griff. 26. Noch mal okay. Der Griff nicht genug. Badumts. Der Griff gar nicht genug. Also 9 Piercing Damage plus 6 Giftschaden. Ah, gegen den. Aber Gift. 6 Slashing Damage und 14 Slashing Damage. Also 9 einmal immun, dann 6 und 14, stimmt das? Also 20 Slashing Damage für die zwei weiteren Attacken. Okay. Das geteilt durch 2, hä? Ja. Okay. Und der hat, der kann nichts mehr machen, als kleines, junges, grünes Drachchen. Dorn. Dorn sprintet los, hebt dabei ab, leicht. In eine Schattenklinge wächst in der einen Hand, in der anderen Hand ist das Schwert, das er bekommen hat. Und ich probiere ihn von etwas oberhalb sozusagen zu erwischen. In seinen Rücken. Okay. Angriffswurf. Einen ganz normalen Angriffswurf? Ja. Okay. Schaffst du es? Mal sehen. Können wir ihn in die Zange nehmen? Also er ist... Weißt du, dann kannst du auch mit Vorteil anfangen. Aber habe ich einen Vorteil, oder? Warum? Weil die... Flanking. Aha, er möchte ihn flanken. Ja. Also... Ja, du hast auch einen Vorteil, er ist angekettet. Ja, ja. Okay, gut. Hau drauf! Ja, nein, 19. Das trifft. Also nur geworfen. Okay. Das trifft sowieso. Okay. Ich weiß nicht, was ich tue hier. Du weißt nicht, was du tust. Wir wissen nicht, was wir tun. Ich kann dir sagen, dass du noch 11 Schadenspunkte brauchst. Ich stelle mich mal auf den Drachen drauf. Okay. Wie viel? 11 brauchst du. 11? Naja. Naja, pass mal auf jetzt. Achtung. Ich habe, das ist ein Schadenswurf, plus 5, das auch, warte, nein, ich habe 2 Schadenseinsen gewürfelt, super, nein, oh, es ist fies, also er bekommt, 10 Schaden. Mhm. Und plus 2? Stimmt! 12! Hast du das noch weitergemacht, das Piratige? Oder ist es noch aktiv? Ja, natürlich. Aha, okay. Dann sind es 12. Dann sind es 12 Schaden. Ja. Okay. Und wenn er sich bewegt, kriegt er nochmal 2W8. Okay. Musst du auch nicht sagen. Nur das nee, ah, es sind sowieso 16 Schaden. Ja. Genau, 16 Schaden. Okay. Meine, die Rechnerei, ey. Ja, man muss immer alles nicht vergessen, aber das ist dann... Und hämmerst dieser letzte Faden, wo der Flügel dran hängt. Einer durchtrennt den Flügel und du ziehst auf das zweite Mal direkt in den Kopf. Und dann spürst du, wie er unter dir zusammenzuckt und dann größer wird. Und dann wächst es. Und wächst. Und dann liegt vor dir ein toter. Das war's? Großer. Ich hab ihn getötet! Du kannst nichts sagen! Ich hab ihm 81 Schaden gemacht. Nein, ich hab ihn getötet! Ja, mit meinen 12, nee, 16 Schaden! Nein, vorher hab ich auch Schaden. Okay, ja, warum aber kannst du auf ihn draufspringen? Ich kann fliegen. Er hat fliegende Schuhe. Ja, fliegende Schuhe. Ah, nur weil ich bin diagonal gelaufen. Ja, unter dir hörst du, das ist mein Junge! Im ganzen Land ist er hat noch, der Drachentöter. Wie ist es jetzt? Er wildsurft noch 8 Mal.
Noch achtmal, also dein... Also, sei dein Papa innerhalb der nächsten Minute. Es ist also ja der Kampf vorbei. Aber innerhalb der nächsten Minute geht's noch... Hat er plötzlich so... Ich stell mir so die Pubertät vor. Er hat, kriegt so Pickel und also nee, er hat dann so achtmal noch Wild Surge. Aber nur, wenn er versucht zu zaubern, oder nicht? Nee, das heißt einfach für die nächste Minute, jeden Zug hat er eine Wild Surge. Okay, also dann spiel mir den kurz aus, aber nur einen. Das ist eine 11. Okay. Ich werfe einen 10er. Also... Warte, wenn sie... Also er ist er wird zwei Zoll größer. Okay. Er wächst einfach um 2 Zoll. Toll. Richtig stolz auf dich, Junge. Da wird man direkt etwas größer. Hat immer noch das dritte Auge. Natürlich. Okay. Der Mann vor Stolz wächst. Soll ich noch mal? Zu spät. Dein Schwert ist ja der Hammer, sage ich zu ihm, dass du mir hier zugeworfen hast. Ja, Rainer, was machst du? Also der Drache ist tot. Mhm. Ich bin immer noch versteckt. Ja, das heißt, ihr wisst nicht, wo ihr leider ist. Ich habe eine 17 gewürfelt auf den Next Wild Search, hat jetzt einen Federbart. Ein Federbart, bis er niesen muss, dann explodieren die Federn aus seinem Gesicht raus. Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Alles etwas verrückt hier. Captain Whitebeard? Ja. Featherbeard. 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 Und er wächst um ein Asset Large. Okay. Das ist plötzlich so Goliath groß. Ich weiß nicht, ob das so gut war, dass wir den Drachen getötet haben. Es scheint irgendwie Wirkung auf meinen Vater zu haben. Was machst du, sorry? Du wolltest noch was sagen? Mhm. Sehe mich die da oben? Auch nicht, oder? Nö. Du bist ultra versteckt. Ultra versteckt. Ja, wir sehen dich alle nicht, ja? Krass, wir haben ihn getötet. Als Jungdrachen. Ich meine, das ist ja der Hammer. Ja. Das ging jetzt richtig fix. Ich bin ein bisschen überfordert. Du hast nichts. Du hast noch den Ring. Ich lauf zu dem Turm. Mhm. Femto, Banspa, alle Gnomen, geht's noch euch kurz gut? Versteckt. Hier! Ah, das war ein Abenteuer. Wir haben's geschafft. Ich hab ihn getroffen, hast du gesehen? Ja. Einmal direkt ins Auge. Der war großartig. Ich weiß. Ich knuddel die Gnomen. Sie knuddeln zurück. Die 25. Ja, ich auf jeden Fall, wenn ich ein... wenn du weißt, was du machen willst, sag's Bescheid. Ich schaue mir das Blut an. Mhm. Von dem Drachen. Mhm. Ah ja, das stimmt. Das will er ja auch noch. Ich ziehe mir das jetzt auch... Ich will jetzt wissen, ob das das ist, was ich denke. Und ich würde davon auch mir ein paar Fiolen abfüllen. Okay. Wenn möglich. Hast du ein paar Fiolen? Also sieht man, dass sie auch so diesen Glitzerschimmer haben? Gib mir einen Nachforschungswurf. In Medizin geht auch. Ja, da bin ich doch viel besser in Medizin. 4. 4. Echt schwer. Ist auch schon ein Moment her, vieles geschehen seit dem letzten Mal, als du Drachenblut gesehen hast. Mhm. Es ist schon besonderes Blut, aber ob da jetzt noch das drin ist, dass du dir hoffst oder denkst oder was auch immer, schwer. Sein Papa wächst nochmal um eine Größe. Er ist jetzt Giant, er ist jetzt riesig. In der Mitte steht er da. Mensch, Junge. Und er nimmt dich auf deine Hand. Was ist los? Es ist nur eine Minute lang. Es ist ja. Ich weiß nicht, was los ist hier. Und er setzt dich so auf die Zinne da. So. Und jetzt unser Deal. Ja? Genau. Dir gehört die Hälfte. Such dir was aus. Und dann werden wir zu der mächtigsten Familie auf diesem Kontinent. Währenddessen schlagen 3 Blitze in den Hof ein.
Aber du hast jetzt keine Zauberkräfte mehr, ne? Hab es doch nicht versucht. Das sagst du uns nicht, da kommen zwei Größen gewachsen ist. Bin etwas eingeschüchtert bei dem, was alles hier gerade passiert. Passiert? Ja. Plötzlich kommt aus ihm raus so eine Nebelwolke. So. Es ist einfach so eine Nebelwolke um ihn rum. Ach, das ist, kannst du ihn jetzt in deiner Riesengröße, könntest du ihn aufreißen und ihm das Herz rausnehmen? Na klar. Das. Du hast doch mich gefragt, ob ich ein Herz vom Drachen gegessen habe letztes Mal. Ja. Ist das irgendwie magisch oder besonders? Ja. Drachen sind magische Wesen. Bei dem Satz fallen ihm alle Haare aus. Ich beiße also auch die Augenbrauen. Ich würde ein bisschen von ihm ins Herz reinbeißen. Okay. Und probieren. Gut. Du beißt ins Herz rein? Ja. Das ist giftig. Ich bin noch immun. Ich habe ja einen Keks gegessen. Ich bin noch resistent. Das ist echt blutig. Ja, also ist halt wie rohes Fleisch essen, oder? Oder schmeckt es anders beim Drachen? Nee, ist nur sehr blutig. Ja, das macht man noch nach so einer Jagd. Nach so einer Drachenjagd. Das schreckt deinen Papa enorm vor dir, aber das ist kurz frightened. Du beißt einfach so ins... Ich esse ein bisschen Drachenherz. Passiert irgendwas, wenn ich Drachenherz esse? Nö. Nö. Passiert gar nichts. Was macht ihr noch so? Passiert nichts. Ich würde mich gerne da nach oben schleichen, hinter diesem Katapult. Ja. Gebt mir einen Stealth-Check. Eine Net 20. Okay. Du bist ein Schatten. Oh, Entschuldigung. Ich bin ein Schatten. Also der letzte Wurf war nochmal eine 1. Das heißt, er hätte noch mal eine Minute. Wir spielen einfach durch, dass bei dem einfach immer im genau, plötzlich hat er blaue Haut. Es erscheinen Kreaturen um ihn herum, verschwinden wieder. So. Ich weiß nicht, was hier so passiert. Okay. Er wird 60 Feet weit weg teleportiert. Währenddessen Dorn gerade genüsslich in das Herz reinbeißt. Und man so sieht, wie das Blut so runtertropft und seine Augen voller Hoffnung sind, dass das macht Geilheit, macht hungrig. Macht hungrig. Ja. Er ist so. Spann ich meinen Bogen und schieß auf dich. What? Okay, also los. Die Ballista oder den. Kämpfen wir. Du spannst eine Ballista? Nein. Die Ballista ist schon gespannt. Die greift mich an, habt ihr es verstanden? Ja, die Ballista ist gespannt, ja. Ihr seht nicht. Was macht ihr? Ihr seht nichts. Warte. Du bist auch. Ich bin mitten im Nebel übrigens. Hinter einem großen Drachen. Und neben einem Riesen. Ja, da schrumpft jetzt wieder. Mit meinem eigenen Bogen. Okay. Und zwar mit Vorteil. Mhm. What? Achso. Weil ich dich nicht sehe. Ja. 24. Trifft. Tu nicht so. Okay. Ja, trifft. Trifft deinen Schaden. Da gibt's kritische Treffer. Ja, du kriegst einen kritischen Treffer. Muss ich zweimal würfeln? Nee, warte. Doch. Sagt ihr, helft ihr doch jetzt nicht. Wenn sie mich schon töten will. 8 und 6 sind 14, ne? 14 Schaden. Sneak Attack? Ja, kannst noch oben drauf. 5, 6er. Stimmt. Oben drauf noch. Ja, wenn wir schon Schaden machen. Ja, und die sind auch doppelt. Ah ja, stimmt. 10, 6er. Also 15, 35. Bist du bei 35? 34. Jetzt kannst du nochmal 5, 6er. Wow. Rogues, Baby. Rogues. Noch 16 dazu? 50. 50 Schaden. Also 50 Schaden? Dich trifft am Pfeil. So geil. Okay, das ist spannend. Und du willst mich töten. Mhm. Es passiert Folgendes. Ich bin gerade so am Fressen von diesem Herz und krieg diesen Pfeil mitten durch die Brust. Total. Und
Und auf einmal leuchtet meine Brust auf und überall kommt ein schimmernder Glitzer, der sich überall verteilt. Und dann drehe ich mich so um aus dieser Richtung, wo der Pfeil gekommen ist. Ich schaue dich so an und ich treffe 50 Schaden so zurück. Oh, hart. Holy shit. Hart. Right back at ja, you. Moment, ich habe noch... Du kannst es halbieren. Ich kann es halbieren. Kann ich noch als mehr? Reaktion? Ja. Ja, als Reaktion kann ich. Kann man das halbieren. Auf eine Götterkarte? Ja, auf dem, es steht Schaden. Ist es ein Strahl? Sie hat einen Angriff gemacht und der Angriff kommt zurück. Ja. Das ist ein Angriff, der kommt. Und den siehst du kommen? Ja. Ja. Das heißt... Du nimmst 25 Schaden. Ja. Bin ich denn initiative technisch jetzt dran? Das war leider... Das war deine Reaktion. Also ich bin tot, ja. Aber ich habe noch eine zweite Götterkarte, die auch noch eine Rolle spielt. Auf die du schon seit 2 Staffeln wartest. Seit über einem Jahr. Deshalb bin ich da, damit du die mal spielen darfst. Danke, leider, dass ich... nur eine kleine Fleischwunde. Wenn du auf 0 Trefferpunkte reduziert wirst, kannst du weiter Aktionen ausführen, musst aber dennoch Todesrettungswürfe machen. Du kannst dich nicht selbst heilen oder stabilisieren. Okay. Das ist spannend. Du bist dran. Ich muss aber auch einen Rettungswurf machen. Ich muss trotzdem weiterhin Rettungswürfe machen. Ja. Den kannst du jetzt schon machen. Und was ist noch die Karte? Heimlich, ne? Heimlich? Ja, mach sie hier. Okay. Dass er nur eine Fleischwunde hat oder sowas? Er kann weiterhin Aktionen ausführen. Okay. Obwohl er eigentlich bewusstlos wäre. Obwohl er eigentlich bewusstlos wäre. Ah. Aha. Also, da. Mhm. Mit... Okay. Mit allem. Ach, krass. Warte, okay, warte. Also es steckt ein Pfeil in seiner Brust, er müsste tot sein. Ja. Wo bist du? Er ist aber nicht tot. Da oben. Und jetzt er sieht dich auch. Es geht alles so schnell, ihr zwei checkt noch nichts. Von der Initiative her ist dann... Ja, ich beruhige mich gerade erst langsam wieder. Ich habe gar keine Bonus-Action bei den Gnomen. Damit ich mich wieder verstecken kann. Ja, mal gucken. Ich laufe. Hättest du machen können. Ich laufe. Mhm. Kannst du doch werfen. Also dann werf noch deinen Stealth, ne? Ja. Mhm. Er hat nur gesehen, woher. Net 20. Du hast nur gesehen, woher der Pfeil ist. Du siehst mich nicht. Du siehst ihn nicht. Ich bin versteckt. Sie hat sich versteckt. Aber ich weiß, wo ich hingeschossen habe, zurückgeschossen habe. Ja, das stimmt. Du gehst in die Aber Richtung. Dann ist sie gerade. Okay. Oder wer das war, sei es. Ja. Siehst du ehrlich gesagt. Also. Nee, da gehe ich jetzt mich gerade verstecken. Okay. Ach so. Ich renne auf den Dings zu, auf die Mauer und dann verschwinde ich. Und ich verstecke mich da und dann trinke ich da einen Heiltrank. Okay. Gib mir einen Heimlichkeitswurf. Danke Tabno für nur eine kleine Fleischwunde. Nice. Danke Daki für Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und... Heimlichkeitswurf? Heimlichkeitswurf, ja. Mit Vorteil, oder? Wieso mit Vorteil? Bist du unsichtbar? Nee, ich bin nicht unsichtbar. Ich hab, Ach so, du nur steckst dich einfach auf. Nee, ich hab einen. Ich hab mich kurz in Schatten, so. Als wäre so ein Schatten in mich und dann bin ich kurz weg gewesen und ich bin zwar irgendwo wieder aufgetaucht, aber. Nee, alles gut. Ich dachte nur, 26? Du kannst doch einen Wahrnehmungswurf werfen, aber ich denke nicht, dass du eine 26 triffst. Ja. Also, geht gar nicht. Wenn du eine 20 hast. Aha, okay, ja. Dann natürlich ein 20. Perception. Ja, Perception, ja. Und ein Heiltrank. Nee. Okay. Ich bin gerade vorhin. Du siehst ihn auch nicht. Die sind beide versteckt. Ihr seht euch beide nicht. Das ist also geil, beide. So, der eine auf der einen Seite des Fasses, die andere auf der anderen Seite des Fasses. So, wo ist er? Okay. Ich hab, sechs. Mhm. Mit dem Heiltrank 6 Lebenspunkte. Ja. Du siehst doch nicht mehr. Aber du siehst die anderen zwei da. Mhm. Ich wirke einen Zauber. Ein Disguise auf. Mhm. Und
wenn ihr mich jetzt wahrnehmt, seht ihr nicht mehr ihr Leider, sondern ich sehe aus wie einer von den anderen. Also wandelst du dich in einen Piraten? Ich verwandle mich in einen Piraten. Okay. Das heißt, wir können dich nicht mehr erkennen. Ihr könnt mich nicht mehr erkennen. Ich auch nicht. Kann sie nicht mehr erkennen. Sie war versteckt vorher. Aha. Und genau. Und deshalb komme ich zum Vorschein, oder? Ja, du kannst dich einfach normal als jemand anderes ausgeben. Genau. Du kannst mir noch trotzdem einen Täuschenwurf geben, einen Bluffen, einen Deception. 30. Gut. Wir glauben es dir. Du bist piratiger als die Piraten. Lili, hast du diesen Piraten da oben gesehen? Der ist voll piratig, der ist so richtig piratig. Der da, genau. Mega. Der, okay. ist so unauffällig piratig. Okay. Alter, sie hat mich... Und? Du bist versteckt. Ja, ja, noch. Du bist dumm. Noch. Oh Gott. Du hast deine Bewegungsrate noch. Alles andere ist aufgebracht. Bonusaktion. Oh, ganz knapp den Tod entgangen. Ja. Wie lange habe ich dieses... Krass, 50? Ja. Eine Minute. Einfach gekillt. Eine Minute. Ja, ja, das ist halt, 10 das Runden. Ist dieses Assassinen-Ding. Mein Gott. Entweder. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung er gegangen ist, gell? Nö. Okay. Dann verstecke ich mich wieder. Also du bist ja eh unsichtbar, sozusagen. Ja. Und versteckt dann. Da versteckt sich ein Pirat. Fällt irgendwie auf. Genau, ist mega auffällig. Genau, ist mega auffällig. Okay. Das 26. Kriegt sie die Essenz aus und packt sie in seine Tasche, die alles hat. Du siehst, wie. Hast mitgekriegt, wie Dorn auf dem Boden landet, irgendwas wegspickt, dann ein er aufspringt und losdüst. Wo ist er jetzt? Und das du siehst nicht mehr, wo er ist. Er ist einfach weg, aber irgendetwas ist geschehen. Und zwar ziemlich blutig, denn da liegt eine Blutlache. Was so? Ich renne einfach raus zu dieser Blutlache. Dorn, wo bist du? So, irgendwie hier hin. Der Drache ist rum. Der liegt irgendwo da, ja. Irgendwie so. Da suche ich wirklich nichts. Tom, wo bist du? Wo bin ich? Okay. Ja. Guckst dich noch um. Ja. Du kannst doch einen Wahrnehmungswurf machen, wenn du möchtest. Und der Gott der Rechtschaffenheit, Tonka, steht mir dazu bei. Mhm. 16. Du siehst, wie Blutfußtritte in diese Richtung gehen und dann sich irgendwo verlaufen. Unsichtbar. Warum brauchst du Hilfe? Wo bist du? Also ich darf antworten? Ich weiß nicht, bis ich dran bin. Hier, also weil ich, aber meine nächste Aktion wäre, dass ich jetzt hier rauskomme. Ich sage hier, ich wurde angegriffen. Ich weiß, dass sie mich angegriffen hat, oder? Oder habe ich sie nicht gesehen? Weil du hast nicht gesehen, wer dich angegriffen hat. Ich wurde angeschossen. Irgendwo von hier oben, glaube ich. Wer hat meinen Sohn angegriffen? Verräter! Genau, Federbart. Ist der noch so groß? Nee, er schrumpft wieder. So. Schrumpft. Vielleicht hat er noch blaue Haut oder so. Okay. Und ich zeig mich sozusagen und ich trinke noch einen. Du hast schon einen getrunken. Mhm, ich trinke noch einen. Du kommst dann, wenn du wieder dran bist. Ah ja, achso, ich dachte, das meine Aktion wäre sozusagen, dass ich auch da. Wenn du geantwortet, das war auf ihre Aktion. Dann bin ich immer noch dort. Ja, okay, bewegen kannst du dich noch nicht. Okay. Jetzt ist Griff dran. Ja, Griff. Du kriegst dasselbe hin, Lili rennt an dir vorbei, ruft nach oben. Griff hat die Essenz ausgezogen von Chalendra. Und tut sie in seine Tasche, die alles fasst. Mhm. Der Schlagring ist wieder ein Schlagring, also seine Waffe ist wieder an seiner Faust. Und er ist so, was? Lili? Was? Und er geht einfach, ich habe ja sonst nichts mitgekriegt. Ja.
Wessen Blut ist das? Was ist das? Meins? Und der guckt sich so an, weil er hat noch so eine Prank, hast du Prankenkrallen. Du hörst nicht, dass ich da oben rufe? Also hast du gerufen? Ja. Ja, er hat gerufen. Ja. Ah, doch, dann ich wurde angegriffen. Ja, ich werde angegriffen. Dorn, wo? Aber wir sehen dich noch nicht, oder? Du bist noch versteckt. Nee, ich zeig mich damit. Ach so, okay. Das wäre mein... Ja. Ja, alles gut. Von wem denn? Was ist? Wer? Ich weiß nicht. Verräterische Piraten. Wir waren's nicht. Gut. Dorn. Ja, genau. Also ich trinke noch einen Heiltrank. Ja. Ich habe ja zum Glück noch einen. Du und ich gehe mir hier so rüber in die Mitte und rufe zu euch runter. Mich hat's voll erwischt. Mir fast... Die Götter standen mir bei. Sonst wäre ich jetzt tot. Was? Ja, also man sieht's und Griff deutet auf die... auf die Blutlache. Ich würfel kurz meinen... Okay, besser. 9. Okay. Du hier leider bist da versteckt als Pirat und siehst, wie Dorn vorne an die Zinnenkante geht und nach unten ruft und gleichzeitig so einen Trank trinkt und gut etwa 1,50 Meter direkt vor dir steht. Okay. Ich nehme meinen... Das sneakt, ne? Ich bin immer noch versteckt. Ja, du bist noch versteckt. Das sneakt. Das sneakt. Nehme ich meinen Dagger of Venom hervor. Und streich den mit... Das ist aber eine Aktion, dann kannst du nicht mehr angreifen. Scheiße. Warte kurz. Ja. Darf ich eine Bonusaktion vorbereiten? Bonusaktion eigentlich nicht. Okay. Oder kann man denn als Bonusaktion trinken? Einen Heiltrank? Eigentlich auch. Okay. Okay. Wie weit ist er entfernt von mir? Direkt 1,50 vor dir. Okay. Da mache ich zuerst mit meinem Schwert einen Angriff. Also, dann gib mir einen Angriffswurf. Du bist versteckt mit Vorteil. Das trifft. Das trifft, ja. Aber, das, ja. Mhm. Moment, ja. Es gibt... Ja. Automatischer Crit, oder? Ja, wenn es wieder... Ja, wenn, ja. 4. Obwohl, und nee. Was? Die Frage ist, ist es ein Kampf? Sind wir in einer Kampfsituation? Eigentlich schon, ja. Weil dann wäre es nur in der ersten... Ach, okay. In der ersten... Nicht aber voll 5d6 kommen noch drauf. 5d6, ja. Ja, genau. Drauf. Und deine 2d6 von Schwert. Meine 2d6 von Schwert. Das heißt, du kriegst 35 Schaden. Mhm. Ich habe das kommen sehen. Vom Schwert. Nö. Ihr habt einen kleinen, ihr seht, dass ich ein kleines Monokel in der Hand habe. Und ich wusste, dass sie mich jetzt da angreift und weich aus, als du zustechen willst. Du hättest mich wieder mal getötet. Wieder mal. Einmal mehr getötet. Einmal mehr getötet. Und, Ach, das Monokel gab's ja noch, ja, genau. Vielen Dank für das weiße Monokel. Und ich würde diesen Moment gerne ausnutzen, um zu sehen, wo sie sich versteckt, auf jeden Fall. Also ich will irgendwie... Also ja, ich bin ja nicht dran jetzt, aber ich weiche erstmal aus. Aber du ich, kannst mir den Wurf auf... Verstecken machen. Also du siehst einen Piraten, du siehst ja einen Piraten, der dich angreift. Ja, aber ich werde mir das jetzt merken. Ich werde gucken, dass ich... Sieht er nur den ersten Angriff? Weil ich könnte ja noch mal. Also ich könnte ja noch... Ja. Naja, mit einer Hand. Ja, du kannst... Genau. Ja, ja, stimmt. Das wäre nur der erste Angriff, oder? Ja, aber das macht dann halt weniger. Ja, aber trotzdem ist es... Einmalig einem Angriff, dank des Monokels vorherzusehen und kann dem Angriff ausweichen, ohne Schaden zu nehmen. Dein Angriff wäre dann... Und der ist aber dann keine Sneak Attack mehr. Ja, da ist keine Sneak Attack. Nö, aber ich kann ihn trotzdem noch. Ja. Du kannst ihn noch verwunden, ja. Also einfach mit dem Dagger. Ja. Ja. Angriffswurf. Ja. Angriffswurf 23. Ja. Immer. Wieso würfelst du nicht mit normalen Würfeln? Weil man auch niedrig würfeln kann. Weil ich diese manipulierte App. Ja, genau. Die hat die App gezinkt. Gibt's noch 5 Schaden. 5 Schaden. Ja, okay. Das verkraft ich.
Mist. Hier! Sind, ich hab sie da! Versteckt. Wir sehen den Piraten, der, ja, der dich angreift. Ja, deine, ja, ja. Action. Aber die, und du kannst mir aber als Reaktion. Nee, warte, das geht nicht. Eine Wahrnehmung. Aha, nee, stimmt. Du hast Wahrnehmung. Das mit dem Symbol dich angegriffen. Okay, genau. Du kannst dich nicht nochmal verstecken. Nein, das ist jetzt ein Pirat, so, der, ja, da steht. Aber jetzt wir sehen den Piraten. Du siehst, drehst dich um und siehst einen Pirat. Ja, den Dolch, den, Pirat, den Dolch in die Rippen stoßen. Ja. Nein, nein! Okay. Ja, auf die Nähe. Lilly! Schau, eines Tages wirst du's verstehen, beflügelt was du seit jeher. Ich muss noch näher kommen dafür. Ich geh deinen Weg, zu, dann wirst du's auch sehen. Du kannst alles schaffen und mehr. Ja, du bekommst, ja, du ebenfalls Griff. Juhu! Wie viel ist es? Entschuldigung, bin verrutscht. Ihr könnt jetzt einmal eure volle Bewegungsreichweite ausnutzen und ich suche gerade raus, wie viele temporäre Hitpoints ihr dadurch bekommt. Das ist sehr gut. Griff sieht den Piraten, der, mhm, acht, der Dorn angreift und ruft: Hey, hört auf, wir haben für euch den Drachen erschlagen, und rennt in die Richtung der Mauer. Mhm. Einfach einmal 30 Feet dahin. So. Mhm. Genau. Mehr kann ich ja noch nicht machen. Ja. Dorn. Ich kann mich jetzt einmal meine komplette Bewegungsrate bewegen. Beziehungsweise zweimal. Zweimal, weil ich jetzt, also, dran bin. Das wär eigentlich wäre das vorhin gewesen, sorry. Genau, in ihrem Zug kannst du noch machen und dann noch für deinen Zug natürlich dann auch wieder. Okay, aber kriege ich dann Gelegenheitsschlag? Nee, nicht mit diesem Zauber. Bei ihrem nicht, bei deinem Bewegungsrate. Ah, und irgendwelche Lebenspunkte? Acht. Acht, sorry, das habe ich irgendwie nicht gehört. Du auch, Griff. Ja. Acht. Danke. Ach, super. Naja, ich möchte lieber erstmal zustechen. Mhm. Gib mir einen Angriffswurf. Aber Moment. Sind wir in der gleichen Initiative-Reihenfolge wie vorhin? Ja. Dann bist du, dann bin du ich dran. Zuerst dran. Ah, sorry. Aber also, ich dachte, das Laufen war dein. Nee, das Laufen war ihr Laufen. Verstehe. Sie ist vor mir dran gewesen. Genau. Aha, du wärst, ja, danach. Also, ich mache noch was. Ja, ja. Okay. Griff ist diesmal nicht ganz so animalisch wie vorhin, aber man sieht wieder diesen. Und den Bären und den Wolf aus ihm rausbrechen. Und eigentlich renne ich in Raserei auf diese Wand zu, mhm, und versuche da hochzukommen. Okay. Was muss ich machen? Ein Athletikwurf, bitte. Okay. Yeah. Kurz gucken. Mit Vorteil, ja, gut. Das ist eine 19. Ja, 19. Ja. Okay, du kommst so weit hoch, bist aber gut, dass du noch weiter hochkommst. Okay. Ist das meine Aktion gewesen, oder ist es einfach so? Das war deine Aktion, ja. Ich hau mich noch ins Gesicht, nicht. Du dir selbst. Ja. Das, gut. Das ist vielleicht dann gar nicht so dumm. Dann jetzt dran. Und du greifst ihr leider an. Bin ich alleine mit dir dort? Ja. Also die anderen, die gucken euch an und wissen nicht genau, was sie tun sollen. Also sehen sie nicht als Mitstreiter. Sie sehen dich und sehen sie, und sie sehen, dass das ein Pirat ist, und du, und genau. Es passiert auch so schnell. Ja. Also ich habe keinen. Sie ziehen langsam ihre Schwerter und. Ich kann nicht sneaken. Du kannst nicht sneaken. Nee. Okay. Sie sind nicht auf deiner Seite. Dann Angriff. Ja. Okay, das ist eine. Oder noch nicht. 23. Das trifft. Okay. Nicht so viel. 4, 8. 13. 13 Schaden? 13 Schaden. Ich krieg nur die Hälfte. Als Reaktion. Mhm. Wenn du dich jetzt bewegst, dann. Also, ja. Ja. Okay. Und als Bonusaktion verstecke ich mich. Ja.
Ich werde, und ich mache das... Ah nee, das kann ich nicht. Okay, aber ich verstecke mich. Okay. Ja. Wenn es geht. Du gehst auf die Seite. Ich glaube, ich... Du kannst, wenn du dich versteckst, dann bekommst du einfach einen Gelegenheitsangriff, wenn du nicht da in auf der Stelle dich verstecken möchtest, dort, wo du bist. Doch, ich verstecke mich da, wo ich bin. Okay, dann versuchst du dich hinter der Ballista zu verstecken, die gerade da neben zu ist. Duckst dich dann hinter. Ich stelle mich hinter den Pirat, keine Ahnung, ist es auch schon. Aber okay. Ich würde mich im Fall unsichtbar machen, aber das braucht eine Aktion, das geht ja, nicht. Das aber es ist, ja. Dann das ist, gib mir einen Heimlichkeitswurf mit Nachteil. Ja, ist gut. Ich würfel jetzt einfach zwei hohe Würfel und dann geht es. Ja. Okay. Eine Training! Oh nein! Oh, das sieben. Benutzt. 17. Okay. Ja. Du kannst mir... Es geht über die passive Wahrnehmung. Deswegen. Ja. Das oder? Das ist, glaube ich, genug. Okay, ist genug, ja. Also, ich finde, du darfst einen Wahrnehmungswurf werfen mit Vorteil, weil das... Wenn, ja, wirklich, das ist wenn, so offensichtlich. Wenn du tut mir vorne leid. Dran stehst und einfach da... Das sind die Regeln! Das sind die Regeln! Nein, ist doch okay. Also, ich bin einverstanden. Ich bin nicht mehr da. I love it. Ja, nee, so. Absolut. Aber du jetzt, siehst mich nicht mehr. Ja, ich bin weg. Ich habe mich immer gefragt, wie das gehen soll, aber es ist gut. Nee, das geht tatsächlich auch gar nicht. Ich krieg keinen Gelegenheitsangriff, das stimmt gar nicht. Ja, dann kannst du dich bewegen. Kann ich mich auch, das mache ich auch. Okay. Gut, also dann musst du dich... Ich habe schon mit Nachteil geworfen. Kannst du trotzdem einmal werfen. Stimmt gar nicht. Ja. Wenn ich angegriffen habe, kriege ich keine Gelegenheitsangriff. Einfach einmal Wahrnehmungswurf. Jetzt habe ich zweimal gewürfelt. Soll ich jetzt nochmal oder soll ich... Nehmen den ersten. Moment. Alles gut. Den ersten. Das waren 8. Okay. Du siehst Dorn nicht mehr. Dorn hat sich versteckt. Also zwischen den... Und behalte ich im Auge. Zwischen den anderen Piraten weg. Behalte ich im Auge. Was macht... mich alle im Auge. Was macht ihr leider? Ihr leider ist überfordert. Gut. Ja, wirklich. Ihr leider hat keine Chance gegen Kann sich auch. Drei. Nee. Okay. Mal sehen. Sie hat vor allem den Ring. Also das wissen wir ja nicht. Sie hat den Ring. Den brauchen wir, müssen wir ja noch vom Finger schneiden. Warte. Wenn wir wissen, wer du bist, dann. Ja genau. Wenn wir. Dann sag ich hab's ja gesagt. Gib mir ein. Ja, aber bis jetzt ist es nur so. Intelligenz. Okay. Ja. Weirdo. Ja. Intelligenz. Oder Geschichtswurf. Ich hab's schon vor 5 Sessions gesagt. Keine Runde. Ja. Religion. Ist wahrscheinlich einerlei. Hast gerochen. 5. Okay. Du schaust dir die Situation an und bist komplett überfordert. Ja. Oh. Das ist nicht nur ihr Leider. Becca ist im Schwitzen. Das ist gut. Was dir aber einfällt in dieser Situation ist, dass deine Optionen sind die Nacht. Das Unentdecktsein. Und hier bist du auf dem Tablett. Dein erster Versuch und dein zweiter ging schief. Du kannst dich nicht mehr verstecken, so schnell. Es kraxelt gerade ein Drachengeborener, die Wand hoch. Es kommt ein Drachengeborener. Aber du siehst hinter dir die Mauer. Und der Weg vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt eine bessere Option zu haben. Na, dann schleichen wir uns doch mal weg. Gib mir einen Heimlichkeitswurf. 14. Dorn, was ist deine passive Wahrnehmung? Nee, da geht's drüber, das bin ich schlecht. Ja. Okay. Du siehst. Nein, nicht. Auch, ich bin sowieso weg, aber. Es ist ein selbst wenn ich sie sehen würde. Ein Pirat. Du springst über die Mauer. Da ist auch noch eine Kette. Ich lass mich an der runter. Ja. Genau, lässt ja, dann dich an ist dann die Ballistenkette habe ich ja unten befestigt an der Mauer. Super. Ich mach noch so ein Kunststück. Ich kann sie nicht aktiv auch verfolgen mit meinem Blick. Ich probiere sie im Auge zu behalten. Ich bin schnell. Das ist eine Aktion. Also, weil wenn es über die Passive, dann darf ich versuchen, wenigstens... Du kannst wenigstens deine Passive schlagen, ja. Okay. Ja, schon. Ja. Du siehst einen Piraten, der über die Mauer... Ja, nee. Nee. Noch schlechter. Nee, das Problem ist, es sind zwei Piraten, die gleich aussehen. Ja. So. Hä? Du bist doch kurz verwirrt. Der sah doch aber anders aus. Das ist doch ein anderer. Genau gleich. Das ist doch genau... Hä? Warte. Das war er aber nicht. Das war er aber nicht. Irgendwie und der steht immer noch so da, so an der Bern. So. Geh doch mal weg da! Ich kann nichts sehen. Scheiße. Und ihr leider ist weg. Ah, oh, Fresse. Ist,
Und ihr steht da inmitten von... Also Griff kommt noch so die Maus. Genau. Du bist relativ verletzt immer noch, oder? Nein. Oder bist du nein, du hast mich nicht... Nein, du hast mich ganz schön übel zugerichtet. Ich bin aber... ich bin zweimal fast gestorben, aber ich wurde extrem gut geschützt und habe auch wurde zwischendurch geheilt mit und hinter zwei euch, Tränken und einer Lilly. Ihr dreht euch um und in der letzten Abenddämmerung seht ihr diesen Drachen, der tot ist. Und in der Ferne diese schwarze Säule, die in sich zusammenfällt. Und da hören wir auf. Endet unser Kapitel. Wir sehen uns im September wieder. Ich muss nochmal kommen. Und wir haben eine flüchtige Assassinin, die vielleicht noch einen weiteren Versuch plant. Mal gucken. Danke für euer Mitmachen. Alle die Segenskarten, die wir nicht ausgespielt haben, verwandeln sich in richtige Segenskarten. Griff hat immer noch ein schickes Monokel. Heute ging es etwas länger. Kapitelfinale. Genau, hat Spaß gemacht. Der Drachen ist besiegt. Vor allem dank eurer Hilfe. Yes. Danke für eure Großzügigkeit. Boah, ja, das war echt Hammer. Richtig crazy wie immer. Wow. Danke für euer Mitmachen, für die Karten schreiben. Wir sehen uns ganz bald wieder. Und diesmal schließe ich ab mit ihr Götter, dieses Abenteuer. Ist teils unser, doch vielmehr euer. Wenn auch göttlich in diesem Spiel, teilt menschlich Herz und lacht ganz viel. Bis bald. Tschüss. Doch, der lacht gar nicht. Doch. Überleben.